Es ist der 14. März 2019. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und heute hat nicht nur Albert Einstein seinen Gedenktag, sondern heute ist auch noch Pi-Tag. Pi, die Zahl Pi, also nicht das andere Pi, das englische, sondern die Zahl Pi. Ich kann sie nur mit vier Stellen nach dem Komma, 3,1415, aber vielleicht kann der Lars ja noch ein paar drauf. Lars, wie geht's denn weiter mit der Zahl Pi? Guten Abend. Das müsste ich jetzt 3,14159265 3, ich glaube, aber dann ist irgendwo Schluss, glaube ich. Ja, aber ist jetzt keine nicht Garantie dein Ernst. Drauf. Du kannst es wirklich auf 10 oder 12 stellen? Ich ohne Garantie jetzt, ich weiß es nicht. Ich brauche auch keine Garantie. Was stellst du mir für Fragen? Ja, ich wollte dir eine unmögliche Frage stellen, aber du nimmst jede Herausforderung locker. Das ist ja furchtbar. Sebastian, was sagst du denn dazu? Guten Abend. Guten Abend. Ja, ich wollte nur sagen, dass Google, glaube ich, noch ein paar Nachkommastellen gefunden hat in der Cloud. Cool. Ja, die haben ein paar berechnet über so mit ihrer Cloud Power. Okay, heute kam irgendwie so ein Tweet von so einer asiatischen Forscherin, glaube ich, die hätte jetzt irgendwie Millionen oder so. Wir werden hier gerade versorgt. Ah, der Chat explodiert mit Zahlen. Genau, 31,4 Billionen Stellen. Also, die kann ich jetzt nicht aussagen. Ja, okay. Den Chat können wir dann für heute vergessen. Also Zahlen, Sender, Garten, Sendegarten sozusagen. Okay. Aber wir haben ja noch jemanden hier. Und zwar unseren Gast im Garten, den Gig, den lieben Martin, den Metacast-Martin. Guten Abend, Martin. Ja, guten Abend, Martin. Hallo. Ja, das wird schwierig heute mit dem Martin und dem Martin, mit dem doppelten Martin. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Irgendwie. Ja, du machst das. Ja, ich mach das. Ich mach ja, klar, ich mach das. Ich mach ja, nee, ich mach nicht. Ich mach alles Ach, falsch so. Und mit Absicht. Ja, genau. Das ist gut. Ja, man muss zu seinen Fehlern stehen. Ja, oder sitzen. Im Moment sitze ich sogar. Ja, also das mit dem Stehen, das hat besser. Ja... Du machst ja alles anders heute, du bist ja froh. Alles. Es wird alles anders, genau. Ich habe nämlich mich erinnert, schon im beim 33C3, da hingen Schilder rum, also der Chaos Communication Kongress, da hingen Schilder, der Chat explodiert tatsächlich, es hört nicht auf mit den Zahlen. Da hingen Schilder rum, wo drauf stand, bitte immer alles richtig machen. Ja. Und das ist ironisch gemeint. Ja, Gott sei Dank, du. Ja. Oh, das wäre ernst. Das muss man sich aber gelegentlich tatsächlich wirklich vor Augen halten und sagen, es geht auch anders. Es geht auch anders. Ja, also wer jetzt nicht so ganz weiß, worauf ich anspiele, in der letzten Ausgabe hatten wir ja so ein bisschen, wie haben wir es genannt, Redaktionskonferenz gemacht, weil hier im Sendegarten so ein bisschen Frust eingezogen gewesen ist, war oder Orientierungslosigkeit eingezogen war oder ist, und wir haben einfach mal die ganze Ausgabe benutzt, um darüber zu sprechen. Ich habe also erzählt, was ich so sehe, und dann haben wir verschiedene Eindrücke zusammengetragen. Der Jörg war dabei, der hat so ein bisschen auch seine Sicht dazu gegeben. Und diese Episode hat relativ viel Echo gefunden. Also wir haben ziemlich viele Zuschriften bekommen von unseren Hörerinnen und Hörern. Ganz herzlichen Dank dafür. Und wir wollen das heute mal so ein bisschen aufrollen und gucken, was da so eingegangen ist. Und dann auch nochmal was eben an Feedback reingekommen ist, so ein bisschen angucken. Und der Martin ist dabei, weil er einer der Ersten gewesen ist, der mir geschrieben hat, der darauf gereagiert hat und gesagt hat, ah, da wäre ich gern dabei gewesen. Und da habe ich gesagt, ja, kannst du haben, da bist du. So einfach kann das gehen. Aber bevor wir starten, müssen wir leider, oder Gott sei Dank, nach Baikonur schalten. Da ist nämlich in einer Minute, gerade war hier noch eine Minute und 30 oder so, der Start einer Soyuz-Rakete. Und wer sich erinnert an das Projekt Auf Distanz Goes Baikonur, wird sich erinnern, dass im letzten Jahr der Lars ja bei einem Start unmittelbar dabei war. Kannst du das sehen, Lars? Wovon ich rede? Soll ich es mal einspielen? Kannst du gerne machen. Läuft. Erzähl mal was über so einen Start. Wie ist denn das? Wenn man da so steht. Ja, ich kann natürlich nur die Zuschauerperspektive geben und... ja, dass du nicht mitgeflogen bist, das hatten wir verstanden. Nein. So his vehicle now 1 minute from launch. Eine Minute noch.
Ja. Also, wir sind live als live. Ich kann es leider nicht mitstreamen. Also es wurde in dem Moment in... Warte, ich mach mal eben wieder ein bisschen leiser hier. Irgendwas mit Umbilical Tower. Ah, der geht weg. Der Versorgungsturm, der zweite, also der letzte, der dran war, geht weg. So. Lars, erzähl. Ja, also es wurde da auf dieser Beobachtungsfläche, wo wir uns aufhielten, so knappe 2 Kilometer weg, wurde es dann ganz ruhig. Ja, und jetzt kriege ich gerade so ein bisschen hakeligen Stream. Man konnte diese erste Wolke sehen. Und dann ist die Rakete gestartet. Wir haben so ungefähr die obere Hälfte gesehen und die wurde dann ganz schnell sichtbar. Und was wir hier jetzt gerade mitverfolgen können, ist also so ein Start im Dunkeln. Die Triebwerke laufen. Das Ding ist unterwegs. Bei mir noch nicht. And lift off. We have liftoff of Nick Hay, Christina Cook and Alexei Ovchinin. Okay, in meinem Stream ist das Ding schon längst unterwegs. Das ist ja, unerhört. Wieso denn? Also wirklich, diese Kölner, die haben immer Vorsprung hier. Lars, aber was ich denke ist, dass die Lärmentwicklung, die Lautstärke doch wirklich brachial auch noch in 2 Kilometer Entfernung sein muss bei so einer Schubkraft, oder? Ja, also das Geräusch, was wir dort gehört haben, das war immens. Also ich hörte von, wenn du aus Wasser guckst, dass du wirklich die Vibrationen auf der Wasseroberfläche, falls du keinen Wind hast, wirklich sehen sollst. Ah, okay. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also ich hatte so ein bisschen despektierlich, ich bin ja nun nicht religiös oder so, aber ich hatte mal jemanden gesagt, wenn Gott sprechen würde, dann würde es sich wahrscheinlich so anhören. Oh Gott, er grollt. Ja, es ist ein sehr, sehr, also es war ein Geräusch, das war einfach überall um uns rum und phänomenal. Mhm. Ich hatte nicht das Bedürfnis, mir die Ohren zuzuhalten, aber es war eben wow. Was ist der Sinn und Zweck dieses Starts jetzt? Weiß das jemand von uns? Ja, also die warum Crew fliegen da jetzt Menschen hoch und wohin? Also die fliegen zur ISS und das ist die Crew, die ja warten musste wegen der Probleme, die es letztes Jahr gegeben hat. Da sind jetzt Nick Hag, Christina Koch und Alexei Ovchinin unterwegs. Und das ist die einzige Möglichkeit, überhaupt noch irgendwie auf die ISS zu kommen, glaube ich, ne? Weil die Amerikaner sind ja nicht mehr in der Lage zu starten, ne? Genau, da wird zwar im Moment eifrig dran gearbeitet, dass man das wieder möglich macht, aber im Moment zugelassen für um Menschen zur ISS zu fliegen, ist im Moment nur dieses Programm mit der Soyuz. Mhm. Ja, ich bin jetzt auch Raumfahrer. Ich habe nämlich letztens vom letzten Kongress habe ich mir was angeguckt. Ich glaube, war das Raketenfliegen, wie man Raketen fliegt oder sowas. Ich glaube, sowas kam da irgendwie drin vor. War sehr interessant. Mhm. Cool. Und Star Wars ist alles Quatsch. Ist totaler Quatsch. Also wirklich. Also die fliegen halt nicht wie Flugzeuge, sondern Raketen, sondern eigentlich fallen sie. Mhm. Also wenn sie auf ihrer Umlaufbahn sind, dann fallen sie. Sie sind quasi im freien Fall, ja. Genau. Man muss das immer zur Relation des nächstliegenden großen Objektes, glaube ich, sehen oder so, ne? Ich glaube, man kann ja um den Mond rumfallen und umso stärker von dem Mond wieder wegfliegen oder zumindest fallen Richtung Erde wieder oder irgendwie so. Da kann man Schwung holen. Ja, genau. Also man fliegt halt drumrum und beschleunigt dann wieder raus. Oder man macht so Swing by, das geht natürlich auch. Ja, aber man könnte auch von einem Himmelskörper gefangen werden, eingefangen werden und in dessen Umlaufbahn gezwungen bleiben. Ich sah letztens eine Doku über Apollo 9. Das war das letzte Testprogramm. Da sind noch keine Leute auf dem Mond ausgestiegen, aber die sind mit dem ganzen Equipment einmal das Programm sozusagen abgefahren und da war auch irgendwie so eine Beschreibung, dass nachdem man um den Mond herum ist, da muss dann entsprechend nochmal Schub gegeben werden, dass man aus der Anziehungskraft des Mondes rauskommt und in den Bereich der Anziehungskraft der Erde rein. Wenn man das schafft, dann kann man im Prinzip ohne Sprit die Strecke schaffen. Also man muss nur einmal Kursänderung machen. Genau. Das klang irgendwie ganz witzig. Mhm. Genau. Genau, solange du dem Start nichts änderst, bleibst du in dem Orbit erstmal drin. Ja.
Wir haben jetzt echt Glück gehabt, dass das alles geklappt hat. Das hätte jetzt uns echt die Stimmung vermiest hier. Das haben wir schon mal gut gemacht. Ja, wie weit ist deine schon, Lars? Meine ist jetzt bei, die erste Stufe ist noch dran. Jupp. Sie neigt sich hier gerade. Sie ist bei 3000. Ja, da läuft jetzt ein Countdown runter. 4, 3, 2, 1. Ja, und jetzt was? 4, 3, 2, 1. Ja, ich kann kein Russisch. So, das sieht nach einer nach der Trennung aus. Ja. Ja. Und ist. Bei mir ist sie noch ganz. Ja, ich bin aber eindeutig, ich weiß jetzt hinterher nicht, wie weit den Sendegarten-Zuhörenden das denn jetzt eigentlich so interessant ist, ja, was wir jetzt gerade hier machen. Intermezzo muss durch. Man zulassen, Lars. Da müssen Sie durch. Okay, wollte nur darauf hinweisen. Ja, du hast ja richtig. Wir was wollen denn? Uns ja. Ja, we are going steht hier. Going. Okay, das heißt auch we are going. Ich bin jetzt going. Was ich wollte, weiß ich nicht. Habe ich vergessen. Wollte ich irgendwas? Ich wollte begrüßen. Und zwar hatte ich begrüßt. Habe ich die Hörerinnen und Hörer begrüßt? Nee, ne? Liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich willkommen beim Sendegarten. Da sind wir wieder. Und die vom Chat möchte ich auch begrüßen. Die haben uns ja gerade schon mit Zahlen beworfen. Pi-Zahlen beworfen. So, wir hatten, bevor wir jetzt zu der Rakete gegangen sind, gesagt, wir gucken mal auf das Feedback der letzten Sendung. Und dann machen wir das auch jetzt und kommen dann einfach mal direkt zu der neuen Ernte. Ein Erntestück habe ich mir gepickt und ist uns nicht zugeworfen worden. Und zwar habe ich in den Ungelogen-Podcast reingehört und der hat sich tatsächlich auch über den Sendegarten geäußert. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es alles so positiv war, aber ich habe ein kleines Stück mitgebracht. Ja, wir sind gerade so ein bisschen im Brainstorming, weil wir haben uns nämlich gedacht hier, wir haben beide den Sendegarten gehört und ja, also du hast mir ja noch gesagt, hier hör den Sendegarten irgendwie. Ja. Oh, da ist was los irgendwie. Und dann habe ich gedacht, ach du Scheiße, da hast du gar keinen Bock drauf. Habe ich dann aber doch gehört und seitdem bin ich auch die ganze Zeit so irgendwie, also alles muss besser werden. Ich bin ehrlich gesagt auch am Stehen. Ich habe mich jetzt auch hingestellt. Ich podcaste jetzt im Stehen. Das ist gelogen. Nein. Kein Mensch. Doch, ich stehe jetzt. Wenn, dann liegst du, weil ich weiß, wo dein Podcast-Büro ist. Da steht ein Bett. Ja, wie gesagt, wie ernst das jetzt und ehrlich gemeint war, sei mal dahingestellt, denn der Podcast heißt ja Ungelogen. Das Prinzip ist, dass sich Stefan und Markus da immer Geschichten erzählen und die sind manchmal wahr, manchmal nicht wahr. Und dann geht es darum, rauszukriegen, was wahr ist und was nicht. Und ob der Stefan da jetzt gelegen oder gesessen hat oder gelegen oder gestanden hat, wer weiß. Die haben auf jeden Fall den Sendegarten zum Anlass genommen, ihr eigenes Konzept auch nochmal so ein bisschen zu durchleuchten und haben da so auch eine Art Redaktionskonferenz gemacht. Wobei, wie gesagt, gelogen, nicht gelogen, ich weiß nicht so ganz genau, was es damit so auf sich hatte. Aber fand ich interessant. Auch irgendwas gehört? So neben dem, was wir geschrieben bekommen haben? Sebastian, hast du irgendwas gehört? Gehört in Podcast-Form nicht, aber ich habe jetzt auch nicht so viel Zeit gehabt, bis auf die üblichen in meinem Podcatcher. Also, nee, wahrgenommen habe ich jetzt eigentlich bis auf die vielfältigen Rückmeldungen nichts. Nee. Genau, aber das war ja auch schon reichlich. Da kommen wir ja jetzt dann gleich dann dazu. Lars, bei dir irgendwas angekommen, vorbeigeflogen? Nee, nichts, was irgendwie jetzt abweichen würde von dem, was wir schon hatten und was wir gleich auch noch so ein bisschen besprechen werden. Also alles fein. Okay, ja, der Martin ist ja hier, der Martin, der Metacast-Martin, wie haben wir dich gerade genannt? Martin? Martin. Der Mann Martin. Ja, Mann Martin. Das Mann Martin ist auch gut. Weil du, aber da muss ich erstmal Quatsch erzählen. Ja, bitte.
Ja, nee, keine Ahnung, du, so weit bin ich noch nicht. Du musst mir noch ein bisschen Futter geben. Mir ist auch nichts über die Leber gelaufen jetzt bis dahin. Das, was mir passiert ist mit eurer letzten Sendung, war im ersten Moment, als ich die angemacht hatte. Ach du Scheiße, das wird mal interessant. Okay, also Selbstreflexion öffentlich finde ich ja schon mal mega. Das hat ja schon so ein bisschen was von RTL. Großartig. Und verzeih mir oder so. Wo war noch der Container, nein, wo ich rein muss? Nein. Aber das verzeih mir ist auch gut. Guck mal, es geht schon los. Mann, Martin. Ich habe da so ein paar Leute im Chat, die würden das bestimmt jetzt auch schreiben, wenn es soweit ist. Aber noch ist es nicht soweit. Also ich war sehr, sehr aufmerksam, ganze Familie war krank, ich war krank, saß in der Küche und habe gedacht, okay, Sendegarten ist wieder da, das war glaube ich sonntags, hast du das irgendwie rausgehauen. Und da habe ich mich hingesetzt, Kaffee gemacht und habe angefangen zu hören und im gleichen Moment habe ich an Martin auch geschrieben, dass ich das jetzt höre und dass ich halt, ich glaube nach einer halben Stunde habe ich geschrieben, ich wäre gern dabei gewesen, weil das ist einer der seltenen Momente, wo man das Team des Sendegartens dann auch mal tatsächlich so unbelastet hat reden hören, und zwar über ein doch relativ belastendes Moment, nämlich zumindest kam es bei mir so rüber, ein Gefühl von irgendwie fühle ich mich ausgebrannt, ist es hier immer dasselbe, warum ist denn das immer so anstrengend? Ich erinnerte mich irgendwie an einige private Twitter-Nachrichten mit Martin, wo ich dann häufig vor der Sendung schrieb, atmen Martin und dieses gut zureden und irgendwie, mein Gott, dann erzähltest du auch in der letzten Sendung, warum kann jetzt nicht ein Stromausfall kommen und ich möchte eigentlich und so weiter und so fort und da ist die Sendung da und da ist doch alles gut. Und ich bin übergelaufen von, kenne ich auch und habe ich auch irgendwie alles gehabt und das war schön. Das war gut und ich glaube, das tat euch auch ganz gut, sowas mal zu machen und das öffentlich zu machen, finde ich ja noch viel besser. Das kann man natürlich auch gut machen und ich glaube auch, deswegen habt ihr auch sicherlich ordentlich Futter bekommen von den Hörern, was die da alles zu denken. Und wahrscheinlich mehr Feedback bekommen als sonst auf die Sendung. Ja, das stimmt. Ja, mehr Feedback bekommen als sonst. Wobei, ich bin schon ein bisschen überrascht. Ein Hauptthema, was ich da so reingebracht habe, war ja, dass ich so Druck spüre und ja. So. Ah, du hattest ganz viel. Oh, hattest du viel. Also es waren so viel. Ich habe am Anfang, irgendwann habe ich schon mal aufgeschrieben sogar. Also ich habe sogar, also es ist ja nicht so, dass ich jetzt unvorbereitet bin, aber ich habe mir so viel aufgeschrieben. Ich habe hier wirklich so eine Liste so und was alles dich so beschäftigt auch, dass das aus einer Laune heraus ist und Formatfalle und die keine Lockerheit mehr und beruflich eingespannt, keine Zeit mehr zum Hören. Warum muss ich mich eigentlich auskennen und Hilfe, ich schaff das nicht und ich habe das Gefühl, ich muss hier abliefern und das ist die Rützler Show und was wollt ihr denn alle von mir und total schön. Mir wird gerade ein bisschen merkwürdig, das trifft alles ziemlich sehr genau zu, also Ja, das hast du alles gesagt für die Sendung. Das ist ein sehr treffender Spiegel, ja, sehr, sehr. Ja, ich habe das alles so mitgeschrieben beim Hören dann, also ich glaube beim zweiten Mal durchhören und Wir machen alles spontan, ne? Sascha hat ja auch gesagt, also ihr könntet euch mal ein bisschen mehr nicht vorbereiten. Entschuldigung, ich war gerade abgelenkt, ja. Ja, nee, alles gut. Mir noch so richtig schön auffiel, war, wir haben jetzt einen Format-Podcast, ich will aber gar kein Format machen und was soll ich denn jetzt tun hier? Und so gefangen in der eigenen Soße irgendwie. Und du sprachst dann auch noch in der Sendung irgendwie so die Nullnummer an, die ich eigentlich noch, ich habe die gar nicht nachgehört jetzt, ich habe die noch so gut im Ohr. Echt? Ja, klar, natürlich. und was, du hast da gesessen, also es ist wahrscheinlich irgendwie falsch jetzt wiedergegeben, aber das ist das, was ich noch im Ohr habe und dann hast du irgendwie so vor dich hinsiniert so und dann gibt es da einen Garten und da gibt es dann eine Gartenbank und da könnte ja dann der Gast da, weißt du, so eine Sachen hast du ja da, meine ich, zumindest noch zu erinnern, einfach so rauserzählt und so und da fiel mir eigentlich so auf, so guck mal, der hat also mit der Nullnummer hat er sich eigentlich schon das Korsett angezogen und sich überlegt, so ohne Korsett gehe ich da gar nicht erst in die Sendung, weil ich brauche das auch.
Und was mir immer mehr auffällt beim Reflektieren der letzten Sendung, ja, natürlich, ihr braucht das, weil was macht ihr denn da? Ihr berichtet aus einer Podcast-Blase. Nicht aus der Podcast-Blase, sondern aus einer, nämlich eurer. Und deswegen, da ihr jetzt selber Berichterstatter ja seid und nicht etwas, wie soll ich das sagen? Also es gibt Leute, die haben den Unfall und es gibt Leute, die berichten über den Unfall. Ja? Ja, so. Jetzt und ihr gespannt. Seid eben die Leute, die über den Unfall berichten, ja, und die anderen sind eben die anderen. So, und um das zu machen, kommst du an einem gewissen Korsett, einem gewissen Plan, einem gewissen Rubrikendenken gar nicht drum rum. Die Frage ist nur, ob du dich dazu zwingst, diese Rubriken zu erfüllen. Also sehr interessant finde ich ja, ich will diese Rubriken ja gar nicht erfüllen müssen, hatte ich so das Gefühl zumindest. Und können wir das und dies denn vielleicht auch einfach lassen? Ja, natürlich könnt ihr das lassen. Ihr bestimmt ja eigentlich, was ihr da macht. Und deswegen finde ich, könntet ihr das auch einfach weglassen. Es gibt ja gar keine Verpflichtung, irgendwas zu tun. Und das Problem ist nur, ihr habt euch das mal ausgedacht. Und ihr sitzt da jetzt drin und denkt, ihr müsst es abliefern. Und davon müsst ihr euch einfach mal frei machen. Das müsst ihr nicht. Ich hatte Martin noch nach dem ganzen Kram auch geschrieben. Wie wär's denn, könntest du dir vorstellen, jetzt nicht von der Subscribe zu berichten und da nicht hinzufahren und einfach mal 8 Wochen den Sendegarten ab heute, sagen wir mal ab jetzt so, einfach mal Gartentür zu, Vorhängeschloss ran. Und keine Meldung. Und danach, ja, Subscribe war ganz nett und weiter. So, und das, die Antwort war super. Nein, das bietet sich ja an, weil und dies und das und das ist ja voll die Gelegenheit und passiert ja auch nicht. Und die letzte ist ja schon so lange her und so. Also es gab 1000 Gründe, das zu machen. Ja, Martin, das ist anscheinend das, was du auch willst. Nun mach dir mal nicht so einen Stress, das ist schon okay so. Ja? Du willst das ja nicht anders. Ja, ich kriege ja so die Leviten gelesen, das stimmt. Ja, ihr habt alle so recht. Der Lars hat mich ja in der letzten Episode hat er mich ja schon, wie soll ich sagen, hat er gesagt, Martin, das sind deine eigenen Dämonen. Ja, genau. Ne? Und genau. Also, ja, ist alles, alles wahr, alles richtig. Alles richtig. Das Ding ist, das wichtigste Ding ist eigentlich, wie kommt man dahin, sich selber nicht zu ernst zu nehmen? Und das alles auch gar nicht so wichtig zu nehmen. Also man denkt ja, wenn dann 200 Leute hören, dass man irgendwie dann mit einmal wichtig ist. Und wenn es 1000 sind, ist es ja noch viel schlimmer. Ja. Das ist Quatsch, ist das. Also ganz ernsthaft jetzt. Wenn das 1000 Leute hören oder 2000, ja, das ist doch toll. Also da freu dich doch erstmal drüber. Und wenn du ihr euch für die Sendung ein Format gebt, ja, und ihr das 70 Mal wiederholt habt, dann ist es klar, dass sich die Hörer daran gewöhnen und das dann einfordern. Das habe ich alles auch schon erlebt. So, was und wieso und wie kann man jetzt mit einmal was ändern und so. Also das ist völlig normal, weil das der Mensch ist ein Gewohnheitstier und ich bin das so gewohnt und wenn das mit einmal anders ist, dann gehe ich hier kaputt. Und da muss man sich ganz hart von frei machen. Du hast es also, auch erlebt, hast du gerade gesagt. Ja, natürlich. Wie hast du dich denn davon freigemacht? Ich habe mich selber da reingebracht. Wir haben einen Metacast, ich glaube im Februar waren es jetzt irgendwie 4 Jahre, wo wir den machen. Das ist, mal ganz kurz für alle, die es nicht kennen, 3 Leute, 3 Männer setzen sich zusammen und reden über Technik, Kultur, Gesellschaft, nein. Alles, was wir so haben und auch gerne mal und vermehrt auch, weil meine beiden Liebsten da auch gerne Computer spielen, dann auch über Computerspiele mal reden oder ich lade mir mal irgendwie den Rützler Martin ein und unterhalte mich mit denen 2 Stunden oder so, weil ich da Bock drauf habe, einfach mal mich gut zu unterhalten mit einer Person nur. Aber meistens ist der Metacast wir 3, also Jan, Philipp und ich. Und ja, über die Woche schreibt sich jeder mal so auf, worüber er gestolpert ist und das war's dann auch. Das wird einmal zusammengemerged vor der Sendung in einer kurzen Liste und da wird abgehakt, wozu wir Bock drauf haben und wo wir gerade meinen, was gut ist und dann sind 2 Stunden rum und dann sagen wir Tschüss und haben uns
richtig gut amüsiert, dass, um da auf den Druck zu sprechen zu kommen, den hatte ich am Anfang gar nicht. Da war alles, also wie wir angefangen haben, es war alles aufregend, die Technik war da und das lief alles nicht richtig und es war ganz viel zu tun und man wollte ja immer mehr und irgendwann hast du so einen Status, wo du denkst, okay, nun läuft alles, die Technik läuft, wo ist jetzt die Herausforderung, oh, die ist jetzt inhaltlich musst du jetzt noch irgendwie was tun und so. Und das Einzige, was du tun musst, ist, glaube ich, meine Meinung jetzt, damit, so gehe ich damit jetzt um, erstmal musst du gar nichts tun und locker bleiben und normal bleiben. Wir haben zweieinhalb. Ja, das zweieinhalb, ist im Amateurtheater ganz toll gewesen. Mach das mal ganz normal. Ja, man hat dann irgendwie auf der Bühne irgendwas gemacht und dann sagt die Regie, nein, mach das mal ganz normal. Ja, es ist eben nicht normal auf der Bühne. Auf der Bühne ist eben Bühne. Ne? Ja, aber das anders. ist doch geil, oder? Ich sag doch, deswegen macht man es ja auch. Das hattet ihr auch letzte Woche, pass auf, die rote Lampe geht an und wir sind in so einem Ding drinne und das läuft. Ja, aber ist doch geil, deswegen macht man das doch. Also wir machen das ja nicht für Geld und auch nicht für Fame, obwohl das wunderschön ist, wenn jemand einen irgendwie Streicheleinheiten gibt und so. Das ist ja alles wunderbar. Aber es soll ja erstmal auch uns Spaß machen. Das ist ein Hobby, es kostet aber auch Nerven. Man verzweifelt manchmal an der Technik und so weiter und so fort. Also man hat auch einen relativ hohen Einsatz dafür. Man macht sich sehr nackig gegenüber der Öffentlichkeit, die einem da hört. Finde ich manchmal richtig erschreckend, was man so alles erzählt. Aber es ist halt so. Und anscheinend müssen wir alle so verbraucht werden, wie wir sind. Sagte die Mutter oder die Oma? Wer war das noch? Ja, genau, die Mama. Das war so schön, die Mama. Menschen müssen so verbraucht werden, wie sie sind. Genial. Ja, schöne Grüße an die Mama. Ja, leider geht's nicht mehr, aber ist okay. Ja, dann schicken wir ihn, wohin auch immer jetzt die Seele sitzt. Ja. Sie wird's gehört haben, Martin, ganz sicher. Und wir haben es nachher so gemacht, also ich hatte nachher auch so einen Drehwurm, wir haben ja jede Woche eine Sendung gemacht fast und irgendwann war es Fließband und ja, wieder eine Sendung und ja, wieder und irgendwann habe ich gedacht so, ich weiß nicht, du hast letzte Woche auch gesagt, ich möchte mal das Gefühl haben, in den Sendegarten zu dürfen und da habe ich mich sehr an mich erinnert und habe so gedacht, so Martin, das hattest du auch, du willst das unbedingt machen und du findest das eigentlich auch alles geil so, aber too much is too much. Und die Gefahr, sich irgendwann selber nicht mehr reden zu hören, weil man jede Woche redet oder in einer Frequenz redet, die einfach nicht mehr das erfüllt, was man daran hat. Wir haben jetzt einfach auf 14-tägig umgeschaltet und das ist deutlich, deutlich besser für uns. Wir merken, dass wir uns mehr zu sagen haben und dass das eigentlich gut getan hat. Es ist ein bisschen schwierig manchmal, wenn einer krank ist, dann sind da gleich 4 Wochen dazwischen oder man wiederholt dann oder holt das irgendwie nach. Aber das sind organisatorische Sachen. Wir haben jetzt dieses Jahr, glaube ich, auch erst eine Sendung gemacht, weil dann war der eine in Urlaub, der nächste krank, dann wieder krank und so. Nächste Woche holen wir mal eine Sendung nach am Mittwoch. Aber zu wissen, warum du es machst, nämlich weil du Freude daran hast und weil du Freude an dieser Geschichte hast, die du hier verbreiten möchtest auch und vielleicht die Frequenz ein bisschen einschränken, vielleicht auch die Länge, 4,5 Stunden sind echt ein Brett, was ihr hier bohrt, finde ich echt heftig. 4,5 Stunden haben wir schon mal gemacht? Naja, also 4 Stunden habt ihr doch häufig oder zumindest dran, oder? Tüdelig jetzt. Sind es 3,5? Entschuldigung, 3. 3 ist so, ja. Ja? Naja gut, auf jeden Fall finde ich sie schon relativ lang. Also ich finde sie ist 2 Stunden hatte ja auch schon so Wecker Nummer für mich zumindest gewesen. Ne? Und man trifft die auch. Also wir treffen die relativ gut. Plus minus 5 Minuten schaffen wir 2 Stunden eigentlich so, dass wir dann auch mit dem Gefühl rausgehen, hier ist alles großartig. Und dann ist das auch genug irgendwie. Und wir freuen uns dann auf in 14 Tagen und zwischendurch machen wir dann anderen Quatsch noch. Aber da müsst ihr vielleicht eher nochmal gucken, dass ihr vielleicht auf dem, also ich würde mir auch gar keinen Stress machen, ob ich einen Gast habe oder nicht. Was für ein Wahnsinn. Mach dir doch keinen Stress da. Hol dir doch einen ran, wenn du Bock hast. Und wenn nicht, dann machst du eben eine 1-Stunden-Sendung. Und? Was ist denn dabei? Ist doch gar nicht schlimm. Ist doch schön. Ja, das weiß ich jetzt auch.
Das ja, weiß genau. Ich. Genau, aber ist doch gut. Aber ja? Ich habe tatsächlich diese Sendung oder dieses Gespräch vor 14 Tagen habe ich gebraucht, um mir das wieder klar machen zu können. Ja. Also ich bin selber völlig verwundert darüber, was allein das Aussprechen dieses Gefühls und das Versuchen in Worte zu kleiden und es mitzuteilen, was allein das bei mir für eine Erleichterung gebracht hat. Also ich war am Ende dieser Episode eigentlich so weit, dass ich dachte, ist ja alles gut. Ich war, also das, was an Sorgen und Nöten und so weiter, an Beschwernis vorhanden war, war dann weg. Wir haben ja gelacht und gequatscht gemacht und wir haben Scheiße gerufen und so weiter. Wir hatten da irgendwie so einen Befreiungsmoment und das hat bis heute angehalten. Also es fühlt sich so viel besser an, allein nur dadurch, dass wir drüber geredet haben. Es ist unglaublich. Also ich bin was erstaunt. Wir sind ja soziale Tiere und Feedback zu bekommen von denen, die einen umgeben in den Situationen, ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und sich immer alles mit sich selber ausmachen, ist echt ein großer Fehler. Ich bin da auch ein Meister drin. Und ich finde das auch immer wieder bemerkenswert, dass alle sagen, Martin, du bist ja so ruhig und hier merkt man ja gar nichts an. Und das hast du mir eben auch schon erzählt hier. Ja. Ja, mein Lieber, wenn du wüsstest. Ich gehe manchmal auch sehr steil vor so einer Sendung, obwohl... weißt du, ich werde dann auch nachmittags irgendwie mal gefragt, na und, was macht ihr denn heute? Und so, ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir haben 130 Sendungen gemacht und wussten nicht, was wir tun und das werde ich jetzt auch nicht ändern, aber manchmal ist es auch beunruhigend und bedrückend. Aber ich habe da auch zwei super Kollegen, die mich natürlich gut auffangen und die sind auch, also die sind erstmal entspannt. Also mein Gott, sind die entspannt, ja? Das stimmt, Das ist unfassbar, also sowas habe ich immer, so, es ist eine echte Bereicherung, mit den Jungs da zusammen eine Sendung zu machen. Nicht nur den Wissensstand, den die da manchmal pollen, sondern auch einfach, die bringen einen nochmal so richtig zur Ruhe auch und so. Das ist richtig toll und ich glaube, das habt ihr auch alles. Macht ein bisschen weniger oder wie auch immer. Aber alles ist gut, hört euch eure Sendung an, das ist alles wunderbar. Das muss ich ja und immer, das gar keine Schlimme. Zweifel haben. Wenn ich das nicht müsste, wäre es einfacher. Manchmal denke ich, ein bisschen weniger nachdenken würde euch ganz gut tun. Was hatte ich mir aufgeschrieben, das sagte Sebastian, oder war das Lars? Nee, Lars war das, glaube ich. Wenn ich da jetzt im Interview was fragen würde, wäre es eine Blutgrätsche oder irgendwie sowas, so hatte er sich ausgedrückt. Ja, da muss man vielleicht mal ein bisschen von weg. Jeder ist so, wie er ist, ne? Also man kann da keinen irgendwie zu irgendwas zwingen oder so. Wenn es passt, passt es und wenn nicht, dann nicht. Das ist alles okay, aber man darf sich nicht so verkopfen. Einfach so ein bisschen freier und lockerer und dann geht das auch. Und meistens ist es einfach nur eine Kopfsache, dass man denkt so, oh. Was Martin auch sagte, so, ich habe das Gefühl, das ist irgendwie so relevant und so und die Leute halten das für so wichtig, dass das jetzt so im Sendegarten und so. Pack es weg. Das passiert so oder so, ist egal. Und wenn das nur 10 Leute hören, das ist scheißegal. Das ist, wenn Leute das 5-mal deine Sachen hören, dann sind sie dabei und dann werden sie anfangen, dich zu be- oder verurteilen, wenn du dies oder das tust. Das gehört aber auch dazu und das ist ja auch nicht schlimm. Ja, dass es nicht schlimm ist. Das genau. Ist, glaube ich, und das muss, so, man darf sich das Quintessenz nicht, eigentlich. Genau, und es darf man damit nicht schlecht gehen. Nun stell dir vor, wir leben ja noch in so einer Bubble, wo alle lieb sind, ja. Ach, das habe ich aber inzwischen ganz anders mitbekommen. Aber gut, rede mal weiter. Ja, ich glaube also gerne daran. Sollen sie kommen, ne? Aber ich habe das bis jetzt noch so erlebt, dass alles gut ist. Ich habe mal eine Sendung abgebrochen. Ja? Ach. Aus technischen Gründen, weil es knackte und knatterte und ich gar keinen Bock mehr darauf hatte. Und dann habe ich nach 20 Minuten gesagt, wisst ihr was, Leute, ich mache jetzt den Knopf aus, ich habe keinen Bock mehr. Ich werde den nächsten Metacast erst machen, wenn das Knacken weg ist. Und wenn das Knacken nicht weggeht, werde ich nie wieder einen Metacast machen. Punkt. Ich halte es nicht mehr aus. Ich war am Boden zerstört, wirklich. Das haben wir dann auch so gemacht. wir haben eine Menge Hörer eingebüßt dafür. Aber es war, das musste halt sein. Und du glaubst nicht, was da für Nachrichten kamen von Leuten, wo ich das tatsächlich auch nicht so erwartet hätte.
wie empört sie doch waren, dass ich nach 20 Minuten gesagt habe, ist Schluss jetzt hier, ich mache hier jetzt nicht weiter. Also als wenn ich jemanden seinen Baukasten geklaut hätte, sein Lieblingsspielzeug. Also wirklich, da richtige Verlust, also Beschimpfung man hat gemerkt, das sind richtig Verlustängste bei einigen gewesen. So, du kannst doch jetzt nicht einfach, ich sitze hier, heute ist Donnerstagabend, das ist jetzt noch nicht mal 9:30 oder 9:30 und mir stehen jetzt noch 1,5 Stunden Sendung zu. Das kannst du jetzt bitte nicht machen. Genau. Ja? Wo ich so denke, so, doch, kann ich. Ja, das ist genau die Frage. Wie nimmst du das auf, wenn jemand mit dir schimpft? Schlecht. Schlecht. Mir ging schlecht damit. Ja. So. Und dann aber muss man da kommt dann auch Groll hoch? Ist dann Groll hochgekommen? Ja, dass du gesagt hast, dir steht das gar nicht zu, das sozusagen? Halt genau, doch bitte schön ist, deine Meinung bei dir. Genau. Da habe ich gedacht, was will der denn? Oder was will diejenige denn jetzt von mir? Spindy, das ist doch meine Sendung. Aber nee, das ist natürlich ist das auch deren Sendung. Weil die hören das ja, weil sie es irgendwie gut finden und ja auch denen das irgendwas bringt. Also es ist schon auch irgendwie, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber vielleicht kann man das so ein bisschen nachverstehen. So. Ich verstehe das total, aber du legst dir gerade wieder die Schlinge um den Hals. Das ist genau das Problem. Ja, genau, du legst dir die Schlinge um den Hals. Und das habe ich dann mit Phil besprochen, der eine Kollege bei mir aus dem Metacast. Und der meinte auch zu mir, ja Martin, ist doch klar, das ist so. Und da musst du aber mit leben, sonst darfst du das nicht machen. Weil Menschen funktionieren so. Und wenn du damit nicht leben kannst, dann müssen wir es halt lassen, das ist ja kein Problem. Aber das darfst du dir nicht annehmen. Aha, und das heißt, du hast dann dein Gefühl abgeschaltet und gesagt, okay, da ist ein Kommentar, der kritisiert, das hat schon gedauert, weil das tut ja weh. Du willst ja schon gerne hören, dass dich die Leute mögen, ne? Ja, also, vor allem ich möchte hören, dass ich irgendwas so gemacht habe, dass andere damit was anfangen können. Also wenn jemand sagt, zwei Stunden geredet, aber das war alles für mich war das irgendwie völlig unnütz. Genau. Dann habe ich zum Beispiel wenn jetzt auf mein Gesabbel jetzt die letzte halbe Stunde hier irgendwie nachher steht, so meine Güte, ihr könnt aber auch mal einen Kopf zumachen und nimmt er sich da so wichtig oder so. ja, da muss ich wohl mit leben denn, ne? Ansonsten muss ich mich hier nicht hinsetzen. Das ist dann halt so. Also was ich sagen will, ist, alles nicht so schwer nehmen und für sich selber klarkommen damit. Also mein größtes Problem ist eigentlich, also mein Onkel, ja, der sagte mir, ach, ihr Selbstdarsteller da, was soll denn das, dieser Quatsch und so, das sind ja alles Unterhaltungen, die am Stammtisch geführt werden, sowas muss man doch nicht aufnehmen und veröffentlichen, das sind alles Selbstdarsteller und du bist auch so einer. So, und dann sitze ich da und denke so, boah, Arsch, was für ein Arschloch. Und dann denke ich so, warum machst du das denn jetzt eigentlich wirklich, Martin? Warum machst du einen Metacast? So. Also, rational, ja, ich kann jetzt immer sagen, ja, das macht mir Spaß, aber es gibt Leute eben, die vermuten irgendwas Tieferes dahinter und ich kann es dir nicht erklären. Warum machst du mit deinen Kollegen den Sendegarten? Weil du dich in die Öffentlichkeit positionieren möchtest und mit stolz geschwellter Brust den Leuten 2 Stunden das Ohr abkauen willst. Oder warum? Nee. Warum machst du das, Martin? Das ist ein Kindheitstraum. Ich wollte, als ich Kind war, war ich Radio begeistert und ich wäre gerne ein Radiomensch geworden. Und ich habe ja auch eine entsprechende Bewerbung mal, dann war das eher auf der technischen Ebene, weil wenn man ein paar Jahre später in die Situation gekommen wäre, hätte man vielleicht die Chance gehabt, ich hätte vielleicht die Chance gehabt, weil da der private Rundfunk so explodiert ist in Deutschland, bei uns jedenfalls. Da suchten ganz viele so, ja heute würde man Start-up-Sender sagen, also neue Sender, Privatsender suchten halt Leute und da wäre ich vielleicht irgendwo reinrutschen können.
War aber damals nicht. Damals gab es halt diese großen Sender, der WDR war in Köln und ich war damals zur, hatte mich mal beworben, aber für die Schule für Rundfunktechnik und da bin ich schon in der ersten Runde ausgeschieden, weil die haben dann Allgemeinwissen, Fragebogen gestellt, ja, lächelt die Mona Lisa links rum oder rechts rum, ja, was weiß ich denn, keine Ahnung, ja. Und die konnten sich wirklich aus einem Pool von, ich weiß nicht, wie viel tausend Bewerber konnten die sich dann irgendwie die 18 Besten aussuchen und da war ich halt nicht dabei. Ging einfach gar nicht, ne? Ich hatte null Chance da. Und wie heißt denn, so eine Volontariatsstelle zu bekommen oder so, das ging sowieso auch nur über Kontakte. Wenn du da als Nobody hingekommen bist, überhaupt keine Chance, ging nicht. Und das war einfach so ein Traum, ja, wo ich dann ganz früh wusste, ja, das Ganze wohl knicken. Dann habe ich halt irgendwas studiert, wo ich dachte, das ist ein guter Brotberuf, das wird mich schon irgendwie durch mein Leben bringen. Aber mehr so tatsächlich mit dem Versorgungsgedanken, nicht weil ich das irgendwie mit Begeisterung gemacht habe. Aber diese Begeisterung für Radio oder für in Mikrofone sprechen oder so, die hat mich eigentlich nie verlassen. Das fand ich immer ganz toll. Ich habe dann irgendwann, als ich schon in dem Beruf war, den ich jetzt habe ich mal einen Erholungsurlaub dafür verwendet, ein Praktikum beim örtlichen Dudelfunk zu machen, hier bei Do 91.2. Und das war schon sehr, sehr beeindruckend zu sehen, wie das Leben dann in so einer Radiostation dann tatsächlich ist. Ist nämlich ganz anders, als meine Vorstellung war und gar nicht so glanzvoll und gar nicht so toll. Verkehrt, ne? Boah, das war, also ich will nicht sagen, es hat jetzt alle meine Begeisterung für Radio machen rausgeholt, aber es war schon sehr ernüchternd. Es war schon sehr ernüchternd, wie da eben nicht nach Neigung und Neugier und Begeisterung gearbeitet wurde, sondern nach Fahrplan. Das musste halt fertig werden. Und dann kriegt es um 10 Uhr seinen Auftrag. Oder 10 Uhr war Monk-Konferenz, dann gab es irgendwie den Auftrag, ja, wir brauchen irgendwie bis 15 Uhr, 2 Minuten, 3 Minuten Einspieler zum Thema XY, was weiß ich, Falschparken in der Innenstadt oder Hundewiesen, wie werden die benutzt und so weiter. Und dann rennst du da rum, machst du irgendwas, schnippelst das zusammen, musst dich da mit mehreren Kollegen um den einen Schnittplatz streiten, weil jeder natürlich fertig werden muss und so. Völlig hektisch und das hatte von dieser Magie des Radios, ja, da spricht jemand zu dir, der erzählt dir die Welt und erklärt dir Dinge, die du vielleicht so noch nie gesehen hast. Hat das überhaupt gar nichts, aber null zu tun. Das war so. Und dann war ich erstmal so ein bisschen davon weg und hab dann über dieses Podcasting, habe ich dann wieder gemerkt, oh, da ist ja doch eine Möglichkeit, wo man sich so ein bisschen tiefer mit der Materie beschäftigen kann. Und eigentlich, ja, warum machen wir jetzt den Sendegarten? Ja, weil das wäre einfach schade, wenn es den nicht mehr gäbe. Ich würde ihn vermissen. Und das ist sozusagen, das ist der Grund eigentlich. Und natürlich immer noch so eine gewisse Neugier auf die Entwicklung im Podcast, obwohl das tatsächlich schwieriger wird. Da setzt eine gewisse Sättigung ein. Und ich finde also nicht mehr jede Sau, die durchs Dorf getrieben wird, irgendwie so interessant, dass ich ihr wirklich genau hinterher gucke. Das stimmt schon. Ja gut. Ja, ich meine, es ist natürlich auch müßig, sich jedes Mal um relativ verwandte Themen zu unterhalten. Ne? Also das passiert in, ich sag mal, der Blase, in der ihr euch zumindest bewegt, ja ziemlich hart auch, ne? Also es gibt bestimmte Regeln, nachdem man einen Podcast zu machen hat. Und das andere sind dann schnell die anderen auch, ne? Also das ist ja schon relativ strikt manchmal getrennt, würde ich auch sagen. Das ist das, was ich mit Formatfalle meine. Wir haben uns da irgendwie Best Practice oder so. Ja gut, wenn es Best Practice ist, geht's ja noch, aber in so eine Hörgewohnheit hineingearbeitet. Vielleicht ist das auch ganz organisch, das kann ja durchaus sein, aber. Das ist ganz normal, ja. Also ich bin aber jetzt, was du gerade gesagt hast, mit stolz geschwellter Brust 2 Stunden und alle sollen mich lieb haben oder so, nee, das ist eigentlich, also dieses Fame abgreifen. Ich will berühmt sein, meine 15 Minuten oder 60 oder 120 Minuten. Das ist es Minuten eben nicht, ne? Oder so. Das ist es auf jeden Fall nicht mehr. Ich will nicht sagen, dass das nie da gewesen ist. Ja.
so ein bisschen den Kopf über die Rasenkante so hinausschieben, ne? Ein bisschen höher sein als die anderen Grashalme so, das ist schon, war auch schon mal irgendwie eine Triebfeder, aber das ist nicht mehr. Also ich weiß ja um meine eigene Beschränktheit, ich weiß ja, was ich alles nicht begreife und nicht begriffen habe bisher und auch nie begreifen werde in meinem Leben. Deswegen ist mir eigentlich ganz froh, wenn ich einer von vielen Grashalmen bin, der da gar nicht so weiter auffällt. Das ist mir völlig recht, ist völlig in Ordnung. Aber das verträgt sich halt nicht mit so einer exponierten Position. Also irgendwie muss ich für mich selber auch eine Haltung finden irgendwie. Genau, also du musst dich schon damit abfinden, dass wenn du diesen Sendegarten machst, ja, dass du denn auch für die Podcast-Bubble, in der für die du das machst, schon auch gehört wirst. Ne? Weil ihr seid schon irgendwie für diese Blase die Klammer. Das ergibt sich aber ganz logisch aus der Situation heraus. Ihr seid alle 14 Tage da, ihr habt feste Rubriken, ihr habt schon eine Art von Ablauf, ja. Lars liest vor, was demnächst noch an Podcast-Events ist und Sebastian macht die Technik-Ecke gerne mal. Du machst die Interviews und führst so grob zumindest den Striemel durch die Sendung und genau, ich führe den Striemel durch die passiert, Sendung. Das ist das, ja, genau, aber das was ist ein Striemel, bitte? Ja, das ist fast egal. Du weißt ja, was ich meine. Den roten Faden, du hältst, du bist das Mann, Martin. Jetzt habe ich es gelesen. Sehr gut, es steht im Chat. Sehr gut, habe ich das wieder geschafft. Also den roten Faden irgendwie nicht zu verlieren, ist ja auch wichtig. Ich meine ganz ehrlich, das ist im Metacast wahrscheinlich irgendwie auch so. Ja, das geht mir da ja auch nicht anders. Ich mache ja auch guten Tag und moin moin Leute, genau. Und hier ist wieder und da ist der und der und da ist der und der. So, das mache ich ja auch und ich mache das auch gerne am Anfang immer ein bisschen so, als wenn ich hier gerade auf dem Dom stehe und sage, noch eine Runde, ich könnte mich wegschmeißen, weil das so, also ich hoffe, es kommt auch in den Sarkasmus rüber, in dem ich das eigentlich meine. Ich weiß es nicht. Also der Dom ist die Kirmes bei euch, ne? Ja, also natürlich. Der Rummelplatz sozusagen. Ja, genau, hier in Hamburg nicht, auf dem Heiligen Eichfeld, genau, da heißt der Kirmes heißt hier Dom. Und da hast du ja dann immer diese Schnacker denn da irgendwie. Noch eine Runde, noch einmal dabei sein, noch einmal frei sein, weißt du so. Und wieder einsteigen, ich hab da, wieder dabei sein, sagt der Reporter hier. Und fast jedes Mal habe ich das so, dass ich da den Letzten begrüßt habe und dann irgendwie so, und jetzt... Ja, das, ja, gut. Aber das gehört dazu und das erfüllst du ja auch wunderbar. Also du hast ja schon als Kind erkannt, dass du dafür ein Händchen hast und das ist ja auch gut. Nee, ich hatte immer Angst. Angst leitet mich eigentlich. Trotzdem, ich habe das Gefühl, ich kann es nicht, aber ich mache es trotzdem, weil irgendwas in mir sagt, das muss jetzt sein. Und wenn es noch so beschissen ist, aber das muss jetzt raus irgendwie. Und das ich komme mir vor wie ein Maler, der nicht malen kann, es trotzdem tun muss. Weißt du, wie wohl ich mich gerade fühle und wie nervös ich vor jeder verdammten Sendung. Es ist wirklich furchtbar. Ich bin nahezu sterbenskrank manchmal. Also wirklich, es geht manchmal auch seltenst sehr gut. Meistens ist es ab Nachmittag furchtbar. Die ersten 5 Minuten und dann läuft das alles von alleine, das ist alles gar kein Problem mehr und da freut man sich auch, wenn es denn zu Ende gegangen ist und ich weiß nicht, macht ihr das auch so, wenn eure Sendung dann zu Ende ist, dann seid ihr ja meistens noch zusammen irgendwie und also wir erzählen uns jedes Mal, Mensch, was hattet ihr denn eben gerade für ein Gefühl in der Sendung und manchmal heißt das so, naja, also hätte ein bisschen flotter sein können und manchmal sind wir selber eigentlich ganz begeistert davon, dass das so toll lief. Geht euch das auch so oder habt ihr da keine Absprachen nach so einer Sendung? Nö, nicht planvoll. Nö, kann vielleicht mal. Aber meistens ist eher so, dass man sagt, boah, bin ich müde. Wir machen das nicht mehr lange, oder? Ja. Und dann geht's auch also wir geben uns dann gerne mal Feedback so, wie war es denn überhaupt, damit man so direkt, wenn man aus der Sendung kommt, mal so auch so weiß, wo, was war denn das jetzt da eben überhaupt? Sagst du dann, Leute, wie war ich? Oder wie machst du das? Nee. Also die Sendung ist vorbei. Ich sag so, irgendwie, ich habe das Gefühl, das lief heute nicht. Und dann meistens ist das dann auch
so, dass das allen so geht. Und manchmal geht es dann auch so, dass einer von uns dann irgendwie sagt, so, wenn es vorbei ist, dann irgendwie so, ja, was war das denn? Ich hätte nie gedacht, 2 Minuten vor der Sendung, ich hätte nie gedacht, dass das so eine Granatensendung wird. Ne? Und selbst die schlechten Sendungen, wenn ich die nachhöre, finde ich die auch immer noch gut. Aber dieses ja, Gefühl also, direkt danach ist so wichtig. Ich dann vergessen habe, was ich eigentlich erreichen wollte. Ne? Ja, da war ja schon irgendwie so ein Plan, was man vielleicht erreichen wollte. Und während der Sendung hat man dann gemerkt, na, ich komm, an dem Punkt kommen wir jetzt irgendwie dann doch nicht. Ja. Und dann bleibt das irgendwie so bei 80% oder so. Und aber wenn man dann, also wenn ich das irgendwie nach 2 Monaten oder so nochmal höre, dann denke ich, ach ja, ist doch eigentlich eine ganz runde Geschichte. Die fehlenden 20%, die fallen mir ja dann auch nicht mehr auf. Ne? Die hatte ich ja nur in meinem Kopf. Und selbst, und vielleicht wären die gar nicht gut gewesen. Vielleicht hätten die ganze Sache nur überfüllt oder so. Kann ja auch durchaus aber, sein. Aber ja. Jetzt würde ich Martin mal auf die Seite stellen und jetzt würde ich Sebastian noch einfach mal fragen, und warum Danke. Machst du das? Eigentlich war der Plan am Anfang gar nicht, dass ich dabei bin. Gut, jetzt bist du da und du kommst ja regelmäßig. Warum? Ja, für mich ist es natürlich auf der einen Seite die Technik. Also klar, also ich kann halt alle 14 Tage gucken, dass die Technik funktioniert und ich weiß, dass sie funktioniert und das gibt mir auch ein gutes Gefühl. Mhm. Dann ist es natürlich auch klar, die Technik-Ecke, die mache ich gerne. Also wenn es irgendwie so technische Themen gibt, die man besprechen kann. Aber da geht es dann wirklich mehr so darum, Informationen rauszutragen. Also auch nicht das Gefühl, ich muss jetzt unbedingt auf Sendung sein, weil ich auf Sendung sein will, weil man mich hören muss oder so. Das habe ich überhaupt nicht. Ja, das sind eigentlich okay, so die. Also du hast da eigentlich auch gar nicht die großen Ambitionen, jetzt auch in Konkurrenz zu Martin zu treten, ne? Nee, auf gar keinen Fall. Das hatte ich ja in der letzten Sendung auch schon gesagt, genau, dass das überhaupt nicht mein Ding ist, Gesprächsführung zu machen. Da müsste ich mich tatsächlich erstmal irgendwie die Skills erarbeiten und das ist, da habe ich auch gar keine Bestrebungen zu, das wirklich zu tun. Ja. Ich habe ja auch das Gefühl, das machen denn auch die, meistens machen es die Leute, die das dann auch schon irgendwie zumindest einigermaßen zum Laufen kriegen. Ansonsten machen die das zumindest nicht lange. Also so eine, so durch so eine Sendung so wie Martin es macht, halt den roten Faden immer irgendwie so ein bisschen durchziehen. Ne? Okay. Genau. Lars. Da ist doch noch einer, der Lars. Jetzt kommst du dran. Warum machst du denn das? Tja, wenn ich das mal so genau wüsste. Weil Martin gesagt hat, du machst das jetzt? Nein, komm. Martin hat mich mal gefragt, aber ja. Also ich hatte ja letztes Mal schon erzählt, das Pod Union Magazin und auch der Sendegarten waren ja schon in meiner Wahrnehmung vorher schon irgendwie so ein bisschen so eine Institution und irgendwie, wie soll ich sagen, ich fühlte mich ein bisschen zu klein für den Sendegarten, aber irgendwann habe ich mich halt mal getraut. Aber warum mache ich es? Weil es Spaß macht. Genau. Das ist gut. Super, ne? Weil es Spaß und macht. Und für die enorme Berühmtheit. Nein. Das ist stark, ne? Man kommt irgendwo hin, ne? Wir beide haben uns das letzte Mal in Kiel gesehen, ne? Ich wusste sofort, wer du bist. Der vom Sendegarten. Der vom Sendegarten. Phänomenal. Ne? Mann, Mann, Mann. Ja. Noch ein Grund oder einfach nur? Das ist das eigentlich. Ich finde das Projekt schön. Und freue mich, wenn ich was beitragen kann zu der ganzen Sache. Ja. Cool. Ja, und da kann man doch nur sagen, wie großartig ist das denn, oder? Ihr solltet euch eigentlich jetzt erstmal feiern und sagen, geil. Sehr gut. Und ihr habt doch auch immer noch Leute irgendwie. Ja, natürlich ist das geil. Ich meine, hallo? So verrückt muss man erstmal sein, um sowas zu machen. Und dann habt ihr doch immer noch Leute dabei, so wie den Bob letztes Mal, die dann auch so nochmal mit reinkommen, oder? Ja, unser Team ist ja ein bisschen größer eigentlich noch. Wir haben ja noch 2 Frauen, aber die sind in so einer Art Dauerpausenmodus und der Jörg ist auch in so einem oft Pausenmodus und der Marc. Die sind alle nicht weg, aber die sind jetzt auch nicht so präsent wie Lars und Sebastian. Ja. Na ja, gut, okay. Aber besteht noch Hoffnung, die Damen nochmal zu hören?
Ich gebe sie nicht auf, aber wer okay. weiß. Okay. Also ich fordere euch auf, ich will euch mal wieder hören. Hallo. Ja, genau. Das wäre ganz toll. Nee, Martin, ich glaube, alles ist gut. Mach mal ruhig so weiter. Ehrlich. Wie und hast du dir denn selber den Zahn gezogen? Also du hast jetzt... Ich mir den Zahn gezogen? Ja, du hast ja selber erzählt, dass du gesagt hast, dass, sagen wir mal, die Struktur zu ändern, von wöchentlich auf 14-tägig zu gehen oder weiß der Kuckuck was zu machen, ist ja mal so die eine, aber was du quasi mental mit dir selber ausgekaspert hast, als du gemerkt hast, da sind ja Leute oder mir wird das zu viel oder so, also welchen Schalter hast du bei dir umgelegt? Wir haben eine lange Pause gemacht. Wir haben eine Sommerpause verlängert sozusagen noch ein bisschen. Und ich habe vor der Sommerpause mit den Kollegen gesprochen und gesagt, Mensch, wie wäre es denn, wenn wir nicht wöchentlich machen, sondern 14-tägig? Antwort war, das ist der erste Schritt, dass es nicht mehr läuft. Ah, der Abgesang. Mhm. Genau, das ist der erste Schritt, dass es nicht mehr läuft. Habe ich gesagt, naja, also ich will das ja nicht aufgeben. Ich will das ja auf jeden Fall. Ich habe da riesen Bock drauf. Mir macht das einen Wahnsinn Spaß. Darum geht es mir gar nicht. Aber ich habe das Gefühl, ich muss das machen, weil eben Donnerstag ist und es irgendwie 21 Uhr ist. Und dieser Satz von dir, Martin, wo du sagtest so, Herrgott, gib mir einen Stromausfall. Ich will heute einfach nicht. Wie kann ich mich jetzt davor drücken? Verstehst du? Genau, ja, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Wie komme ich da nicht diese, hin? Nicht mal die Hausaufgaben gemacht, sondern einfach, ich bin auch erschöpft. Ja. Das ist ja ein Hobby. Verstehst du, wenn ich das hauptberuflich machen würde, dann könnte ich das sicherlich auch mehr als einmal die Woche machen. Das wäre ja nun nicht das Thema. Aber ich arbeite 8 Stunden am Tag und fahre 3 Stunden, 4 Stunden am Tag durch Hamburg Auto. Und ja, manchmal komme ich eine Stunde vor der Sendung hier an und dann geht es um 9 Uhr los und dann die ist um 11 Uhr. Alles hochfahren, dann geht was nicht. Genau. Und dann geht das bis 10:45, 11:30, ne? Und vor 13:30 schlafe ich nie. So, und dann muss ich um 6 Uhr wieder aufstehen nächsten Tag. So, und irgendwann merkt man doch, dass man, wie soll ich sagen, ja, man wird nicht jünger. Das ist doch anstrengend auch. Und das denn jede Woche zu machen, war echt ein Brett irgendwie. Und ja, es war mir. Ich habe nie verstanden, wie ihr das geschafft habt. Und ja, also inhaltlich war es eigentlich nie so groß das Problem. Aber wir haben eben manchmal gemerkt, wenn da mal einer krank war und eine Woche ausfiel, irgendwie war das noch fluffiger und noch irgendwie interessanter. Und irgendwie haben wir dann nach der Sommerpause uns dann nochmal zusammengesetzt und gesagt, okay, wir machen mal 14-tägig, vielleicht ist es ja ganz gut. Und nach kürzester Zeit hieß es dann auch, nö, das hat eigentlich was gebracht auch. Also ich bin ein bisschen fluffiger geworden auch und war auch nicht mehr so hektisch und irgendwann lief ja auch die Technik wieder. Und ja, dann war irgendwie alles besser und jetzt freue ich mich eigentlich an diesen Tagen dann auch wenn ich aufgeregt bin wie Otto, auf die Sendung und ja, das läuft wie Butter durch, macht riesen Spaß, wir machen ja auch immer live, so wie ihr und jetzt ist irgendwie gut, ich habe das mit mir irgendwie klar gekriegt, woran es halt lag, dass es eben einfach die Frequenz zu hoch war. Ne? Okay, also, du hast dich also nicht, ich hätte ja jetzt so gedacht, der Trick liegt darin, dass man sich selber so ein bisschen immunisiert. Also da kommt so ein Angriff in Anführungszeichen von außen und der perlt aber irgendwie so ab. Man hat so eine Teflonschicht und sagt, ja, schön, dass du die Meinung hast, aber ich mache das hier nach meinem Fasson, das ist meine Spielwiese. Ja, das eine oder andere, wo ich vielleicht mich an meine eigene Richtschnur irgendwie so ein bisschen erinnert fühle, so, wenn ich dann merke, ah ja, stimmt, da habe ich bin ich ein bisschen über die Stränge geschlagen oder so, ja, das kann ich mal wieder ein bisschen einfangen, aber so die Grundlinie, die bleibt, also da lasse ich mich jetzt nicht beirren, so, und sich einfach nicht zu viel von den kritischen Fragen so anzunehmen und dir so diese Selbstzweifel auszulösen. Ich bin ein Meister der Selbstzweifel und die bringen in der Regel ja nichts.
Also das ist dann ein ewiges Denken auf den gleichen Sachen und also schau mal, dann am Ende dazu, dass man es lässt. Ja. Bitte, gerne. Guck mal, ich bin ja vom Beruf her bin ich ja so wie man so sagt, Webdesigner und ich mache viel Oberflächen und wie was aussieht und so. Und es gibt eben 80 Millionen Bundestrainer da draußen, die alle meinen, dass sie wissen, wie etwas aussehen müsste. Und das ist eben auch so ein Thema, wo jeder eine Meinung zu haben kann und die dann auch ganz schnell äußert, weil jeder meint, dass er sich damit irgendwie auskennt. Und deswegen lebe ich schon häufig damit, dass ich etwas einfach durchziehen muss, um überhaupt mal an ein Ziel zu kommen. Wenn du dich dauernd irritieren lässt von Leuten, die dann auch meinen, noch etwas dazu sagen zu müssen, dann wirst du nie fertig. Also du musst irgendwann den Arsch in der Hose haben und sagen, nee, das geht jetzt nicht. Nur weil du jetzt runde Ecken haben willst und einen gelben Rahmen oder irgendwas um irgendwas rum, das ist jetzt schön für dich, aber damit muss ich jetzt klarkommen, dass dir das dann nicht gefällt. Ich bestimme jetzt aber die Fahrrichtung und da sind die Ecken eben nicht rund und mit einem gelben Rahmen. Punkt. So. Und vielleicht habe ich das da auch schon ziemlich oft geübt, aber für die Sendung selbst hatte ich das auch noch nicht so drauf, weil das wieder eine andere Ebene ist und so. Aber da muss man halt mal hin. Und eigentlich sind ja auch alle recht lieb. Also es ist ja noch nicht. Ja. Also, die diffuse Angst ist schlimmer als die Realität. Das ist ja immer so. Ja, genau. Ja? Wir haben ja nicht die Öffentlichkeit, sagen wir mal ehrlich, wir haben noch nicht die Öffentlichkeit, die man da mit der Technik, die wir da benutzen, haben könnte, wenn das richtig losgehen würde. Also ich sag dir mal ganz ehrlich, wenn du so einen YouTube-Channel hast und da gehen mit einmal auf so ein Video 500.000 Klicks drauf, ich glaube, dann geht mir auch der Stift in die Hose. Und dann frage ich mich auch, was ist denn jetzt los? Weil da muss man sich dann tatsächlich nochmal gut reflektieren, was dann irgendwie da läuft. So denke ich, das ist sehr schön und ich freue mich darüber und alles ist gut soweit. Aber wir sind ja, jetzt mal ernsthaft, wir sind doch nicht relevant. Nee, das ist es ja. Das also ist wir ja sind doch nicht das relevant. Das ist ja die absolute Krux. Ne? Genau, ja. Wir haben ja die Freiheit, wir dürfen falsche Sachen erzählen, niemand wird uns auf Inhaltstreue abprüfen und im Zweifelsfall, wenn wir, was weiß ich, irgendwie Maße und Einheiten verwechseln, also wirklich jetzt was technisch Falsches sagen, dann wird das vielleicht auch richtig gestellt werden. Aber ansonsten es ist, wir haben ja wirklich keine Relevanz und trotzdem hängt diese Bedrohung, der macht das aber richtig, das muss aber hier richtig sein und ordentlich und regelmäßig und umfassend und wie so eine strafende Instanz darüber und das ist total irre. Wenn ich mir zugucke, dann würde ich sagen, der hat echt nicht mehr an der Klatsche, ja, oder der hat einen an der Klatsche. Aber ich stecke da drin und ich habe es genauso empfunden. Du hast es ja sehr schön zusammengefasst, wie ich es in der letzten Episode beschrieben habe. Ja. Und aber wie gesagt, durch dieses Aussprechen ist mir selber klar geworden, das ist doch irgendwie ganz viel von mir selber zu bestimmen. Ja, du hattest eine Krise, verstehst du? Du hattest auch eine Krise irgendwie. Du hattest dir lag da richtig was quer und du wolltest gar nicht so wichtig genommen werden. Du musst dich schon damit abfinden, dass du für die Leute, die dich hören, wichtig bist. Ja, aber ohne denen nach dem Mund zu reden. Das ist genau. Ne? Also, man hört sich mal Holger Klein an. Ja. Meinst du wirklich, der nimmt jeden Hörer von sich so wichtig, dass er sich von denen erzählen lässt, was der machen soll? Der sagt, Arschloch, ich mach das so, wie ich das will und wenn nicht, dann geht auch nach Hause und hört auch was anderes. So. Genau. Ja? Dadurch, dass wir noch so klein sind, ja, ist das natürlich nochmal ein bisschen anders. Mach mal ein Live. Arschloch sagen. Nein, das ist es ja. Hörer und Hörerinnen sind natürlich auch. Also ich möchte tatsächlich zuhören, auch wenn jemand sagt, ja, das ist aber jetzt irgendwie, was weiß ich, komplette Selbstüberschätzung oder du machst dich da irgendwie größer als du bist oder so, was auch immer. Ich möchte zunächst einmal zuhören. Ich habe nur nicht diese Teflon-Schicht zu sagen, okay, das Argument lasse ich durch und das Argument lasse ich abperlen. Das geht alles daran, dann so, dass du noch viel zu wenig Feedback bekommst. Wahrscheinlich. Wenn du 100 Mal so viel Feedback bekommen würdest wie jetzt, also oder 1000 Mal so viel, dann müsstest du irgendwann streiken und sagen, tut mir leid, geht nicht.
das kann ich nicht leisten, das jetzt auch noch alles aufzunehmen. Ja, ist keine Frage jetzt, der Menge. Jetzt, nee, glaube ich. Nein, was? Das ist eine Frage von innerer Haltung. Ja. Oder Arsch in der Hose. Ja, das ist vielleicht auch ein Schlüssel zu sagen, ja, okay. Ihr könnt euch gerne den Martin Rützler schnitzen, den ihr haben wollt. Ihr 20 Leute wollt 20 verschiedene Martin Rützlers, die gibt's aber nicht. Es gibt nur einen und den mache ich. So, Ende. Also es geht einfach nicht. Findet euch damit ab oder schaltet aus. Ende. Ja, okay. Ja? Gut, diese Rutzpe, dieses Selbstbewusstsein, ohne dann arrogant und von oben herab zu sein. Also da irgendwie ich weiß nicht, ob der Satz von meinem kleinen Sohn, wie er 3,5 war, passt, aber der sagte mit 3,5, ja, sagte er zu mir, Papa, und wenn die Welt zu Ende ist, dann gibt es ein neues Theater. So. Und den kann man mal liegen lassen. Und dann nimmt man sich vielleicht auch gar nicht mehr so wichtig und auch das, was auf einen einwirkt, nicht so wichtig. Und es geht die Welt nicht gleich unter, wenn irgendwas passiert. Und ja, das ist schon alles gut so. Und wenn du meinst, dass das gut da ist, dann ist das auch gut, weil dich hören ja Leute. Ja, vielleicht schon zu viele. Nö. Doch, ich habe tatsächlich schon überlegt, ob das also, dass sich jetzt Menschen hier reinstellen, ich mache natürlich nicht nur für die Leute, die ich kenne, oder wir, es ist ja nicht ich, es ist ja nicht die Martin Rützler Show, bitte. Also, aber du sendest doch nicht für nur für Leute, die du kennst. Da sind wir wieder bei der eigentlichen Frage, warum machst du denn das? Ja, also ich habe mal, es gab mal so ein WDR, was hat er gemacht? Musikredakteur Charlie Wagner hieß der. Und der hat eigentlich immer so Zwischenmoderationen gesprochen. Also da wurde ein Lied gespielt und dann hat er so zwischenmoderiert, was das jetzt gewesen ist, abmoderiert und anmoderiert, was als nächstes kommt, was der Künstler gerade für Projekte hat oder ob er jetzt irgendwie verliebt ist oder was war auch so ein bisschen buntes Programm. Und der hat halt immer da in seinem Studio ganz alleine gesessen und diese Moderation da in dieses Mikrofon reingesprochen. Und der wurde mal gefragt, wie machen Sie das eigentlich? Wie treffen Sie denn eigentlich diesen sehr angenehmen Ton? Also sie reden so freundlich, ich mag das gerne hören. So, ne? Und dann hat er gesagt, ja, wenn er sich vorstellte, wie viele Menschen ihm zuhören, dass es irgendwie mehrere Zehntausend in Nordrhein-Westfalen waren bei WDR, da könnte er das nicht. Er stellt sich immer vor, da hat sich immer vorgestellt, da sitzen so 4 oder 5 seiner besten Kumpel, die es gut mit dem meinen und denen erzählt er das dann. So, das war so seine Vorstellung. Hm. Und das finde ich hilfreich, muss ich schon sagen, der Gedanke. Weißt du, was mir gerade auffällt? Nein. Du fühlst dich gerade sauwohl, ne? Ja, ich hab beschlossen, in diesem Garten fühle ich mich ab jetzt nur noch wohl oder ich gehe. Ja, ja, ja. Ich habe keine Lust mehr zu leiden, also leiden, nee. In Anführungszeichen. Ich weiß, leiden, es gibt ganz andere Formen von Leid. Also ich habe keine Lust, mich hier schlecht zu fühlen. Nee. Ja, aber bevor wir vorhin live gegangen sind, ja, und auch noch während der Raketengeschichte, habe ich gemerkt, Martin ist aufgeregt. Martin ist ein bisschen fahrig. Martin ist immer aufgeregt. Nee. Martin war unsicher, weil, weißt du, was wir gemacht haben eben? Wir haben gar keine Rubrik aufgemacht. Du hast hier nicht irgendwie noch dim. Und doch, so. Wir sind im Bereich der neuen Ernte, glaube ich. Ja. Doch. Ach ja, ich habe im Hinterkopf, dass wir das noch durchgehen wollen. Aber ist das Thema gerade? Ich weiß nicht. Ja. Ja? Doch, okay. Du gibst uns das Feedback, was wir, also das ist jetzt ein doch, spontanes ja, stimmt, Feedback. Komm mal. Ja, ich weiß genau, wo wir sind, so ist es ja, nicht. Ja, super, komm mal, ich bin schon raus. Ja, du hast ja auch ich hab's ja nicht so vorliegen. Mit den Rubriken. Nein, aber also ich fand, du warst am Anfang hibbelig und jetzt bist du komplett drinne und das ist alles super so. Und ich sag dir eins, mach dir keine Sorgen, du brauchst diese Rubriken, du brauchst diesen Ablauf, das ist alles okay und fühl dich einfach wieder wohl und das tust du gerade auch. Wunderbar. Alles ist gut. Das ist eine, irgendwann hat man mal so ein Kram. Ich weiß nicht, haben Sebastian und Lars das denn irgendwie auch, dass Lars jetzt zum Beispiel sagt so, ich will aber auch meine Krise haben hier. Ich laufe von einer Krise in die nächste. Also es ist Ha ha ha.
Also ich brauche nicht drum betteln. Also passt schon. Passt schon, okay. Sebastian? Krise, nee. Also Krise habe ich eigentlich nicht. Glaube ich auch nicht, ne? Nee. Also, nee. Ja klar, es gab schon so Momente und Kommentare, die einen so ein bisschen frustriert haben, aber ansonsten, nö, Krise, also von der grundsätzlichen Krise eigentlich nicht, ne. Ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen, also das ist schon alles fein so. Ich habe gar nicht mehr viel zu dem Thema zu sagen. Ich habe das Gefühl, dass es irgendwie könnte. Du hast schon so tolle Sachen gesagt, also das ist ja, ja gut, aber jetzt ist ja auch gut. Fängst du gerade an, das zu machen, was Lars letztes Mal gemacht hat? Ah, so, siehst du, ne? So läuft das, nee. Wenn man hier im Sendegarten ist. Genau, man wird automatisch dazu. Ja, nee, aber ja. Ja, einfach locker das bleiben. Ist, also, ja, das ist ja. Ne? Komm mal, wir haben ja noch was geändert. Für mich ist heute ganz komisch hier. Ich habe gar keine Kamera hier heute. Ist sehr merkwürdig. Das wäre mir ja auch, also da bin ich ja sehr froh. Ich bin froh, dass ich jetzt nicht gefilmt werde, kann die ganze laut sagen. Ja, guck mal, wir sind ja dann irgendwann dazu noch hingegangen, dass wir gesagt haben, okay, jetzt müssen wir auch mal gucken, was diese ganzen YouTuber machen. Wenn die ganzen YouTuber und Twitcher jetzt zu uns kommen, dann müssen wir da auch mal rein und gucken, was das ist. Und das bespielen wir ja dann auch noch so ein bisschen während der Live-Sendung. Und das ist auch eigentlich, das ist auch sehr witzig und hat auch nochmal so ein neues Fenster irgendwie aufgemacht. Ist lustig. Bringt gar nichts. Also man muss sich nicht einbilden, dass sich Leute einen Podcast 2 Stunden angucken auf YouTube. Das ist eher verschwindend wenig. Aber Spaß macht das trotzdem. Das glaube ich sofort. Ja. Aber ich... Ich sag keinem, dass er es machen muss. Nein, ich sag nur, das war für uns nochmal so ein Ding, ne? Wo wir gesagt haben, oh geil, da ist noch ein bisschen Technik, das könnten wir nochmal ein bisschen draufbauen und so. Und mein Gott, ja, war auf jeden Fall auch ein richtiger Weg für uns, irgendwie da auch noch irgendwie was zu machen. Und das finden wir eigentlich ganz witzig gerade. So. Ja. Ja. Aber wir machen Radio. Das bleibt einfach. Ja, das ist, dass ich manchmal würde ich mir ja wünschen, Lars und Sebastian zumindest zu sehen, irgendwie auf so einem Nebenkanal, gerade mit dem Winken und gucken, ist der gerade eingeschlafen oder vom Stuhl gefallen oder so. Das kann ja durchaus auch eine interessante Rückmeldung sein für einen selber. Und das macht, ja, du hast ja gerade selber, du warst ja auch in der Situation, dass du gesagt hast, wie ist es denn bei dir, Sebastian? Wie ist es denn bei dir, Lars? Du nimmst quasi Leute dran und verteilst das Wort. Das geht dann. Ja, ich bin da vielleicht ähnlich, ich habe das gleiche Gen wie du oder so, dass man da irgendwie dann sowas auch irgendwie in die Hand nimmt oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich bin auch schlecht im Warten, bis ich drankomme. Ich nehme mich selber dran, denn das ist schon. Sorry. Rampensau. Ja, das kann schon alles sein. Das sagt man mir auch nach und ich wäre ja auch immer so schön ruhig. Aber wenn man in mich reingucken könnte, wäre man, glaube ich, manchmal ganz schön erschrocken. Also das ist schon ganz schön krass. No? Und ja. Ich gucke gerade in die Rubriken, du hast nicht ganz Unrecht, also eigentlich waren wir jetzt bei der Rubrik Neue Ernte, du bringst uns quasi die Ernte, aber wir haben natürlich auch eine Rubrik oder ein Thema für auf der Gartenbank und wie hatte ich es so schön genannt, Podcast-Krisen haben, erkennen und erfolgreich überwinden, das sollte das Thema des Abends sein. Ja. Und das haben wir inzwischen tatsächlich schon ein bisschen vorgegriffen. Das haben wir schon ein bisschen vorgegriffen. Und macht ja nichts. Schneide ich das nachher um. Nein, alles live on tape. Alles so lassen. Aber wir können ja mal gucken, was andere Leute so geschrieben und geschickt haben. Genau. Wie wäre das? Habt ihr Bock darauf? Genau. Wo waren wir? Ich habe hier so ein Gesamtdokument gebastelt. Das machen wir jetzt mal alle auf, schlage ich vor. Und gucken wir mal. Wir können natürlich, liebe Hörerschaft, wir können jetzt nicht alles vorlesen. 16 Seiten, sage ich nur. schon auch mit viel Abstand, ne, damit das ein bisschen sichtbarer ist. Naja, so viel Abstand ist da jetzt aber auch nicht dazwischen. So, ich mache mal groß hier. So, lass mal, oh nee, das wird nicht groß. So, fangen wir einfach mal vorne an. Also, der Dank geht an Arnim, der hat gleich als erster mitgeschrieben.
Ja, er erwähnt eigentlich, dass er den Sendegarten für einen Meta-Podcast hält und sich mit den Themen des Podcastlandes oder so auseinandersetzt. Und anscheinend, huch, das ist plötzlich ganz groß geworden. Jemand hat. Dann ist das bei euch auch passiert? Das tut mir leid. Warte, ich mach's wieder klein. Was? Du ja, kannst das auch das Markieren gesehen. Ach, du hast die Schriftart geändert. Nicht ja, 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 es tut mir leid. Ich dachte, das wäre nur bei mir hier. Es tut mir leid. Das nennt sich Collaboration. Es tut mir leid. Du kannst auch alles löschen, dann ist es weg. Ja, das wäre ja jetzt richtig schlau. Okay, dann also an dem... ja, wenn gerade kein Thema da ist, liegt der Garten halt brach. Genau, was Martin alles auch schon sagte, locker lassen, locker lassen, locker lassen. Oliver Wunderlich schrieb uns, ihr müsst prinzipiell gar nichts. Das finde ich schön. Aber ist ja auch witzig, ne? Also er schreibt, ihr müsst. Das Problem ist Druck. Ich finde Druck, Leute sagen, du musst dies, du musst das, du musst jenes. Und die Antwort ist, du musst gar nichts. Also auch wieder ein Muss. Es ist ein anderes Muss, aber es ist auch schon wieder ein Muss. Also da wird das Problem des zu viel Müssens mit Müssen beantwortet. Aber Martin hat gerade auch schon gesagt, du musst das nicht so machen, du musst das gar nicht so machen, du musst das gar nicht so machen. Es ist interessant, wie Sprache funktioniert. Podcast-Szene und Monetarisierung, sagt er, sind für ihn keine Themen, die ihn interessieren kann, können auch einfach wegbleiben. Ja, können wir machen. Persönlich schätze ich besonders die Blütenschätze, da kann man Neues hören und die Persönlichkeit des Finders blickt durch, finde ich gut. Finde ich interessant, weil eigentlich die Setzlinge das eher noch leisten sollten. Naja, aber ich glaube, da durch die persönliche Note und dass wir zu den Blütenschätzen ja mehr erzählen können als zu den Setzlingen, ist das natürlich schon, glaube ich, der intensivere Content. Ne? Ja, da kann man begründen, warum man das gut fand. Ne? Ja, was haben wir noch? Wir haben so ein paar Sachen angestrichen, wo wir gesagt haben, da gucken wir mal durch. Dann hatten wir was Größeres von Arvid bekommen. Der hatte das auch in Sendegate geschrieben, weil er dachte, das wäre so eine allgemeine Diskussion. Die ist da aber so ein bisschen leer gelaufen und ich habe da auch nicht geantwortet oder keiner von uns hat da geantwortet, weil das eigentlich tatsächlich nicht in Sendegate nach meinem Verständnis gehörte. Sondern, mal sehen, wie relevant ihr seid. Ja. Dann hören wir das hin. Er schreibt so Sachen wie, natürlich ist nicht jeder Rüzelrismus ein Anlass zum Feiern. Ja, nö, sicherlich ist das nicht so. Ne? Was mich so ein bisschen irritiert hat, war seine Empfehlung, dass wir es vielleicht auch seltener machen, zum Beispiel nur alle 14 Tage. Und das ist ja unser Rhythmus. Also das habe ich nicht so ganz verstanden. Aber er selber endet auch mit den Sätzen, ich hoffe, nicht zu wirr formuliert zu haben. Vielleicht war er da doch sehr schnell und sehr spontan in dem, was er da aufgeschrieben hat. Also so ganz hundertprozentig nachvollziehen, was er da alles aufgeschrieben hat, kann ich zum Teil nicht. Aber er hat sich lange damit auseinandergesetzt, länglichen Text geschrieben und auch mehrmals im Sendegate da auf Anfragen reagiert. Es hat ihn sehr bewegt. Vielen Dank dafür, Arvid. Mich hat es sehr bewegt, dass Rico uns was geschrieben hat. Rico Lüthi, das ist derjenige, der das Podunion Magazin ins Leben gerufen hatte. Der Name ist ja das ein oder andere Mal schon gefallen hier. Und der mich eigentlich in dieses Podunion reingeholt hat und dann sozusagen eben auch der Anlass war, dann den Sendegarten irgendwie zu machen. Und ich wusste gar nicht, dass er zu unseren Hörern gehört, aber das hat er jetzt damit zu erkennen gegeben. Das mit dem gefühlten Anspruch und damit auch die gefährliche Überforderung kenne ich nur zu gut. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe auch oft an dich gedacht, Rico. Und der einzige Anspruch, den ich an eurem Podcast habe, ist, dass es euch Spaß macht. Ja, das ist genau das, was Martin auch sagt. Also es geht einfach immer wieder darum, dass wir uns nicht aus den Augen verlieren. Mich hat das sehr berührt, von dir zu hören, Rico. Vielen, vielen lieben Dank dafür. So, Oboemann. Sebastian, magst du mal kurz zusammenschreiben oder sagen, was der Oboemann geschrieben hat? Ja, ich würde es gut finden, wenn es öfters mal so eine offene Folge gibt, gerne auch mit Gast oder Gästin, das habe ich jetzt hinzugefügt, der aber zum Thema oder die zum Thema mitdiskutieren kann. Ja, das war ja auch so ein bisschen, das war ja so eine Idee von uns und das scheint Anklang zu finden beim Oboeman. Genau.
Ja, er spricht auch noch von dieser rote Lampe-Funktion, dass sich jemand einmischen kann. Ja, genau, das ist natürlich so ein technisches Thema, da müsste ich mal endlich mal zu kommen, dann könnten wir damit mal experimentieren, um das vielleicht so ein bisschen feinfühliger zu machen. Da gibt es sicherlich auch Ideen, anstatt jetzt ins Wort zu fallen, das halt irgendwie zu signalisieren. Wir können es natürlich auch in den Chat schreiben. Also wir haben ja immer so einen Sendungschat mitlaufen. Der, also ich denke, ich würde so ein Problem niemals mit Technik erschlagen. Also das ganz sagst ehrlich, du, der Techniker, der Videomensch, ja, das nie. Spielkind. Ja, nee, aber würde ich einfach nicht machen, weil das nimmt so ein bisschen den Zug auch raus, weißt du? Man kann da doch reinspringen. Ich bin doch jetzt auch hier gerade eben so reingekommen noch, nachdem Sebastian jetzt so eine Lücke gelassen hatte. Und ich würde es erstmal. Ja, das ist aber eine andere Situation. Das ist eine andere Situation. Jetzt sind wir in einer Diskussion. Wenn Martin ein Interview führt und einen Gesprächsfaden weiter bearbeitet, dann da reinzugrätschen, das meinte ich damit. Also da muss man schon ein bisschen trennen, glaube ich. Ja, ich hatte das, du hast schon nicht unrecht. Ich hatte das auch mal, dass wir da auch einen Gast hatten und da waren die anderen beiden, die waren da mit drin und die waren eigentlich die ganze Zeit stumm. Also. Das hast du schon nicht unrecht. Ja. Da hast du das Gespräch dominiert, Martin. Du. Ja, klar. Ja, so war das halt. Ne? Und wir haben dann auch hinterher gesagt, so irgendwie so, ja, wir hätten jetzt auch was sagen können, aber wir hätten auch gar nicht kommen brauchen. Oh, das tut weh. Das tut richtig weh. Also wenn mir das mal einer sagen würde, dann, ja, aber wenn ihr mich ärgern wollt, dann sagt genau das. Das tut mir richtig weh. Also das würde mir aber es war halt, da hat sie Klar. Es war halt eine reine Interviewsituation und die ist dann doch noch anders. Ich habe schon lange nicht mehr gemacht, deswegen hat Sebastian schon recht. Da habe ich wahrscheinlich auch wieder was aus dem Auge verloren. Aber weiß nicht, das ist jetzt schon ein Jahr her, dass wir mal einen Gast hatten da mit alle dreien oder so. Doch, das stimmt, da hat er recht. Ich habe jetzt extra gewartet, ob Lars vielleicht nochmal das Wort ergreift, ohne dass man ihn aufruft. Ja, ich sagte gerade genau das, um dich zu ärgern. Also, aber du fiesen, ne? Möchtest ist, du. hat eben nicht geklappt. Also, aber ich könnte mir den nächsten Kommentar vornehmen. Super. Den hat ein gewisser Marc geschrieben und gehighlightet haben wir da. Eventuell müssen tatsächlich mehr Hörende helfen, um bei den Blütenschätzen für die Öffnungen der Bubble zu sorgen. Zusätzlich zum Kalender könntet ihr doch von FÜD die Nullnummern erwähnen. Das finde ich zum Beispiel eine recht nette Idee. Dann, ihr könnt ja dem Gast vorher ein Dokument zukommen lassen, wo die absoluten Fakten abgefragt werden. Dieser Steckbrief würde als Leitfaden für das Gespräch ausreichen. Ja, und da bin ich selber eher zögerlich. Oh, da, wie seht ihr das? Darf ich da kurz was zu sagen? Ja, sicher. Moment, wir und stimmen ab. Ich bin dafür. Was willst du? Läuft, ne? Wir heben die Hand. Super. Darf ich was sagen, bitte? ja, okay. Ich durfte ja schon mal zu Gast sein. Wir haben vorhin geguckt, welche Sendung das war. Ich habe es jetzt wieder vergessen. Nummer 14. Okay, alles klar. Ich war erschrocken, wie großartig Martin vorbereitet war. Oh, ich glaube, ich habe das damals auch gesagt. Und mein lieber Herr Gesangsverein, war ich beeindruckt von deiner Vorbereitung. Das hat also wirklich noch kein Gast bei mir irgendwie erfahren dürfen, dass ich mich so gut vorbereite. Also meistens langen mir ja 5 Stichwörter und das Interesse an demjenigen, der da kommt. Aber deine Vorbereitungen sind wirklich, wirklich, wirklich akribisch gewesen und phänomenal. Ich habe mich sehr gebauchpinselt gefühlt. Das war richtig schick. Gut, dass du das Wort gewesen verwendet hast. Das ist nämlich Vergangenheit. Das kriege ich so heute nicht mehr hin. Ich schaffe das einfach nicht. Ja, aber das ist auch, denke ich, völlig in Ordnung. Also es muss nicht auf dem Level stattfinden. Den habe ich da auch nie erwartet. Verstehst du? Das geht auch völlig anders. Aber es war tatsächlich beeindruckend und ich war erschrocken, wie viel Zeit du mir da im Vorwege der Sendung wohl eingeräumt hast in deiner Freizeit, um da etwas über mich da zu organisieren. Fand ich,
Fand ich bemerkenswert krass irgendwie. Hm? Du machst mich gerade neugierig. Ich kann mich an nichts mehr erinnern, Herr Staatsanwalt. Ja. Aber gut, ich muss vielleicht noch mal reinhören. Genau. Die Zahlen gehen jetzt ins Boden. Jetzt geht's los. Es wird alles noch mal doppelt gehört. Nein. Nee, das Steckbrief. Hatte mich sehr... Was war mit dem Steckbrief? Der taugt nicht, hast du gesagt. Steckbrief. Oder? Weil, nee, Lars hat gesagt, das wäre vielleicht nicht so gut. Ja. Ja, das ist wieder so ein Schema halt. So, finde ich. Zumindest fühlt es sich so an. So. Mhm. So, also es gibt ja meistens einen Grund, warum du jemanden einlädst. Du solltest also auf jeden Fall, also denke ich doch, oder? Du hast auch einen Plan, wenn du jemanden einlädst. Du unterstellst zu viel, Mann. Manchmal ist es, ja, klar, ja, natürlich. Das kann nicht sein, dass du keinen hast. Ich denke an jemanden, weil aus irgendeinem Grunde ist er plötzlich in meinen Fokus gerutscht. Ja, logisch. Genau. Ja, es kann aber auch sein, dass ich im Taxi in, wo waren wir da, Lars, in Wien? Oder wo? War in Wien, ne? Wo, wer war das denn? Taxi? Adrian. Ja. Ah, wir waren doch mit den zwei vom verflixt und zugenäht. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Ach so, ja. Jetzt ja. Wo Person fragte, was muss man denn eigentlich tun, um in den Sendegarten eingeladen zu werden? Und ich dachte, nix, außer ich muss das zur Kenntnis nehmen. Und dann war er irgendwie zwei Wochen oder drei Wochen später Gast. Stefan, oder? Ich glaube wohl, ja. Oh, ja, ich meine wohl. Genau, das ist es mit dem Gedächtnis. Ja, von dem, war das Random Scientists? Ja. Oh, weia. Das ist genau das. Es ist eben kein, es ist ein Zufallsprodukt. Und manchmal sehr spontan. Weil plötzlich irgendwie was geändert wird. Lars war ja auch so ein Fall. Du warst doch auch damals ganz spontan gekommen, weil irgendjemand ausgefallen war. Mhm. Da habe ich dich ganz kurzfristig angefragt und dann sagst du, ja, klar, ich bin dabei. Und dann haben wir da dich als Gast erstmal dabei gehabt. Genau. Ja, wir hatten mal so eine Sammlung. Aber das ist schon, es ist schon doch auch einfach so ein Zufallsprozess, muss ich schon sagen. Da ist weniger Plan dahinter. Deswegen hatte mich das ja auch so genervt, als dann der Erik da letzte Woche gesagt hat, ja hier, man erkennt eine Fokussierung auf die Wohlfühl-Bubble, da kommen jetzt lauter Personal-Podcaster in diesem Jahr und so. Nö, war jetzt auch nur Zufall. Die Dotti hatte was Lustiges gesagt. Ich hatte über ihren Lachflash, hatte ich mich so amüsiert, dass ich gesagt habe, ach, das wäre jetzt ein schönes Thema, aber sie hat immer gesagt, sie kommt nicht. Jetzt frage ich sie einfach doch nochmal. Ich traue mich nochmal. Und dann hat sie ja gesagt, ja, okay, ich komme. Das hat mich total gefreut. So. Aber wenn sie diesen Lachflash da nicht angesprochen hätte, der mich dann wiederum getriggert hat, das zu machen, wäre das auch nicht passiert. Ich hatte nicht Dotti jetzt seit Jahren auf der Liste, weil sie ja mal gesagt hatte, sie will gar nicht. Beispielsweise. Nicht zu viel hineindeuten. Das ist ja genau, was ich befürchte. Aber ich kann es nicht ändern. Das ist es. Das ist die Erkenntnis, die ich mitgenommen habe. Ich kann es eh nicht ändern. Die Hörenden machen damit, was sie wollen. Ja, ich habe es nicht in der Hand. Okay, machen wir weiter. Wer hat geschrieben? Daniel. Wir könnten noch kurz darauf eingehen. Da war noch angemarkert, ihr könntet auch auf der Subscribe alle Steckbriefe klauen. Ich spoiler mal, das sind mittlerweile schon 320. Okay. Das ist auch krass, ne? Dass das da so abgeht jetzt gerade, ne? Also da bin ich ja wirklich gespannt, wer da alles auftaucht. Wirklich, wirklich. Also ich nicht, aber ich glaube, das wird deutlich anders als die letzten Jahre. Gut, es ist eine andere Location, deswegen sowieso. Aber ja. Auch so, ja, diese... Ich glaube, das Kuschelpublikum wird nicht die Mehrzahl mehr sein. Vielleicht ja doch. Also, aber bei der Größe, ich bin sehr gespannt. Also, ich will das gar nicht schlecht reden oder was weiß ich. Ich bin sehr, sehr neugierig, mit welchen Eindrücken ihr da zurückkommt. Das bin ich auch, ja. Mhm. Aber es ist schon überwältigend. Also, wenn man da mal durchgeht, durch die Profile, das ist schon.
Also sind natürlich sehr viel, auch natürlich unsere, die bekannten Gesichter, die sieht man da auf jeden Fall, aber auch viele, die man so noch nicht wahrgenommen hat. Und da bin ich auch gespannt drauf. Ja, dann, da, du wolltest bei Daniel weitermachen, ne? Mach du doch, wurde gerade dran. Ja, muss ich gerade kurz überlegen. Immer länger, ne? Länglich. Ja, du hast so Einzelwörter markiert, das macht mich gerade ein bisschen. Die kann man hintereinander. Achso, die kann ich so durchlesen. Okay, du machst einen Magazin-Podcast, der mir teilweise etwas zu verschwurbelt herkommt. Ist das der Kernsatz? Ich habe jetzt nicht. Okay. Ja. Er sagt, dass meine Interviews gelegentlich verschwurbelt werden. Dankenswerterweise mit einem Smiley dahinter. Sonst hätte ich jetzt schon wieder angefangen zu grübeln. Was? Wie? Wo? Ja, natürlich. Nicht jede Frage ist wirklich auf den Punkt und zielführend und manchmal labere ich mich auch irgendwo ins Nirvana. Ja, aber es ist so. Ich kann es nicht ändern. Ich kann mich versuchen, ein bisschen mehr am roten Faden oder am Striemel oder was auch immer zu orientieren. Aber wenn mich gerade irgendwie eine Frage anfällt, ich erinnere mich hier mit Daniel Brombeerfalter, wo wir dann plötzlich über Geschwindigkeitsvorgaben in Frankreich oder in Deutschland gesprochen haben oder so. Ja, das hat natürlich mit dem Thema Podcasting nichts zu tun, aber er ist Berufskraftfahrer und er lebt halt die beiden Verkehrswelten und lag mir einfach auf der Zunge sozusagen, danach zu fragen. Ja, wenn man streng ist, hat das mit dem Thema nichts zu tun. Und die Frage ist eigentlich so, im Aufsatz hätte der Lehrer gesagt, Thema verfehlt so. Aber wenn die Gelegenheit gerade da ist, warum nicht? Das ist ja Podcast, wir dürfen ja. Genau, und dann geht es weiter mit Wurfanker hinterherwerfen und sich langsam an das Projekt heranziehen und wieder das Steuer übernehmen, macht einfach etwas weniger von allem. Genau, er hatte so geschrieben, dass wir von unserem eigenen Projekt überholt worden wären und entweder müssen wir aufgeben und das ziehen lassen oder den Anker schmeißen und irgendwie mit das Projekt an zu uns, also dass nicht wir uns dem Projekt zuwenden, sondern wir holen das Projekt wieder zu uns zurück. Also wer ist hier Herr im Haus sozusagen oder Herrin im Haus? Und da trifft er, glaube ich, auch einen guten Punkt, finde ich. Dankeschön, Daniel war das, ne? Mhm. Genau, Daniel war das. Und wer kommt danach? Der Dirk schreibt, die Grundsatzfrage ist doch, für wen man den Podcast macht. Ja. Und noch eins schreibt er, so wie MINT-Korrekt sicher keinen Anspruch hat, die Wissenschaftsszene überblicken zu können, so müsst ihr auch nicht den Anspruch haben, die Podcast-Szene zu überblicken. Ja, das ist auch gut zu wissen. Ich habe übrigens heute in der Ankündigung zu unserer Ausgabe heute, habe ich unser Logo genommen und das hier blüht das Podcastland leicht verändert. Ich habe hier blüht unser Podcastland daraus gemacht und es fühlte sich für mich richtig an. Da muss ich nochmal fragen, vielleicht hinter den Kulissen, was meine Mitredakteure davon halten. Also das ich hatte uns dazu ja auch schon einen Gedanken. Ja, dann sag mal. Das kam mir schon beim ersten Hören von der letzten Sendung, dass ich dachte so, ja, aus einer Podcast-Bubble-Blase, wie auch immer, es ist nicht die große, verstehst du? Ja. Und das ist so wie, wir haben das größte Podcast-Festival. Ja? Ja, es ist eigentlich, da steht genau dasselbe drin. Und der Strich sitzt da schon mal ganz gut, wie man es jetzt noch ausdrückt vielleicht. Aber eigentlich steht es jetzt richtiger da. Ja, ich finde es auch gut. Und vor allen Dingen ist mir wieder eingefallen, es gibt eine Unterzeile. Hier blüht das Podcastland, Klammer auf, alles Beta, Ausrufezeichen, Klammer zu. Das ist vom ersten Tag an, wo es diesen Sendegarten gibt, hat das da gestanden. Das ist im Logo dann aus Gründen des Platzes und so weiter, ist dieses alles Beta hinten runtergepurzelt. Aber es war schon vom ersten Tag an wichtig zu sagen, Leute, nehmt das dir nicht zu ernst, das ist alles Beta. Ja, hier kann auch was falsch sein, hier kann was nicht funktionieren oder so, das ist alles Beta. Niemand hat den Anspruch, hier eine perfekte Show abzuliefern. Habe ich vergessen gehabt. Habe ich echt vergessen gehabt. Und es hat so gut getan, das wieder zu entdecken. Das war klasse. Das war richtig klasse.
Dankeschön, Dirk. So, dann hat uns noch Thomas geschrieben. Ach nee, der hat sich nur bedankt, dass sie seinen Podcast, den Bandmoment oder Bandmoment.de erwähnt hatten. Das hatte der Jörg ja als Blütenschatz mitgebracht. Dann hat Sascha geschrieben. Lars, hast du Lust, Sascha kurz zusammenzufassen? Ja, Sascha hat sich einen ganzen Haufen Arbeit damit gemacht, offenbar. Er hat recht viel geschrieben und wir haben uns da mal ein paar Punkte rausgesucht. Da geht es zum Beispiel um die Gesprächsstruktur und Sascha meint, wenn ihr jetzt plötzlich zu dritt den Gast auf der Gartenbank in Anführungszeichen bearbeitet, würde die Gemütlichkeit leiden. Und außerdem schreibt Sascha Mut zur Lücke. Es kommen zurzeit jeden Monat durchschnittlich 20 neue Podcasts in die FIT-Null-Nummern-Kuration. Wenn ihr die alle besprechen wollt, müsstet ihr mindestens wöchentlich senden und vermutlich 48 Stunden pro Tag hören und recherchieren. Dann war die Frage bei mehr Technik. Da wäre Sascha auch durchaus für einen Kompromiss mit mehr Schokolade zu haben. Da wäre ich jetzt auch gar nicht so abgeneigt in diesem Augenblick. Und auch wenn das nicht abgeneigt ist, nicht angemarkert ist, muss ich das erwähnen. Der letzte Punkt ist mehr Scheiße. Scheiße, du hast recht. So. Genau. Eins hatte ich noch die Tage schon vertwittert, wo er schrieb zum Strichpunkt Spontaneität. Plant doch einfach mal mehr Spontaneität. Ja, sei doch mal spontan. Genau, sei doch mal locker. Super. Und dann, Martin, kennst du die Silke, Mini Lancelot? Noch nie von gehört wahrscheinlich, ne? Martin ist weg. Ach, da hat er ja auch geschrieben. Ich hätte es sehen sollen. Alles gut. Martin ist weg, alles klar. Ich habe nicht hingeguckt. Soll ich kurz übernehmen? Ja, mach du das. Genau. Ja. Sie schreibt, da habe ich als Hörer bzw. Hörerin doch keinen Anspruch auf Regelmäßigkeit. Es geht um den Rhythmus unserer Sendung. Und dann zur Arbeitsteilung findet sie vollkommen okay, wie es aktuell ist. Und bezüglich der Übersichtlichkeit der Podcast-Landschaft, ich gerade über eure Blütenschätze immer wieder an Podcasts, die ich normalerweise nicht gehört hätte. Bei den Setzlingen geht es mir ähnlich. Und dann noch, die Folgen steigen und fallen auch mit euren Gästen. Es gab auch schon mal eine Folge, die ich beim Gast nicht bis zum Ende gehört habe. Es hat mich persönlich einfach nicht interessiert. Jemand anderes empfand dann diese Folge als eine der besten. Na und? Ist das ein Problem? Nein. Und dann noch zum Kalender, den findet sie gut. Und den sollten wir, ja, so erfährt sie regelmäßig auch, da sie nicht im Sende geht, ständig mitliest, was für Termine anstehen. Dankeschön, Silke, Mini Lancelot. Das waren die Zuschriften, die ihr auch alle auf der Seite der Sendegarten heißt die Geschichte, die ihr nachlesen könnt. Dann haben wir noch auf Twitter Kommentare bekommen. Ich fand einen sehr interessant von Simon, der schrieb zu meiner Klage sozusagen, dass ich mich nicht entscheiden kann, was es eigentlich sein soll. Schreibt er, ihr müsst euch entscheiden. Ich glaube, ihr müsst euch entscheiden. Entweder ein Biene-Meier, eine Biene-Meier-Blumenwiese, also ein Geplauder am Lagerfeuer, oder die Bundesgartenschau, ein Radiomagazin. Und dann müssen wir uns das entscheiden und das dann konsequent durchziehen. Zum Beispiel im Logo oder den Rubriken oder so. Und dann habe ich gedacht, wieso ist denn jetzt das Logo, warum spricht das Logo, was wir haben, gegen die Bundesgartenschau sozusagen? Also warum ist jetzt das Logo zu verspielt und sieht das nicht nach harten Fakten und Recherche aus oder so? Und dann kam die sehr, für mich sehr interessante Rückmeldung, dass diese zwei stilisierten Blumen da drin mit den Mikros formale Interviewsituation darstellen, also eine 1:1 Interviewsituation, so wie das eben in den Gesprächen mit dem Gast oder der Gästin oft so ist. Und das ist eben keine Plauderei am Lagerfeuer. Und das hat Simon aus dem Logo herausgelesen. Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Ich fand das total faszinierend, das mit seinen Augen da drauf zu sehen und so drauf gucken zu können. Ich teile seine Ansicht nicht, das muss ich dazu sagen, auch ob da jetzt zwei Blumen sind oder eine oder fünf, ich würde
also jetzt nicht sagen, nur weil da zwei Blumen sind, dürfen Lars oder Sebastian nicht in das Interview reingrätschen, blutgrätschend. Aber ich finde die Ansicht total irre. Faszinierend. Ich erwische mich gerade dabei, dass ich zum ersten Mal geschnallt habe, dass da zwei Mikrofone in dem Logo sind. Und lauter Sprechblasen. Das sind alles Sprechblasen. Das sind Achso, weil die so gedreht sind. Okay. Genau. Okay. Martin ist wieder da. Ich bin wieder da. Entschuldigung. Hallo Martin. Hallo. Sebastian hat dich gerade ersetzt. Ja, sollte ich was vorlesen? Entschuldigung. Ja, ich habe nicht gesehen, dass du dich abgemeldet hattest. Ja, glaube ich. Ich hätte das ja auch sehen können. Ich habe nicht aufgepasst. Ja, ich habe tatsächlich geschrieben. Also. Ja, du bist entschuldigt. Du hast keinen Fehler gemacht. Ich habe einen Fehler gemacht. Siehst du? Böse, Martin, böse. Nee, Fehler machen ist normal. Super, ne? Ist nicht schlimm. Ich bin im Reinen damit. Super. Ich weiß nicht, kennt ihr den Podcast Die Aussätzigen Zauberer? Da geht es um Datenschutzfragen. Und okay. Nee. Die enden jede Folge mit, haben wir was vergessen? Und dann heißt es, ja natürlich haben wir was vergessen. Bestimmt haben wir was vergessen. Aber das ist ja nicht schlimm, weil wir haben es ja vergessen. Genau. Und das ist so genial. Das ist einfach klasse. Ja, ist doch nicht schlimm. Hab einen Fehler gemacht. Ja, habe ich einen Fehler gemacht. Habe ich was vergessen? Ja, ich habe es ja vergessen. Super, ganz groß. Fehler machen heißt ja lernen und das ist doch schön. Da haben wir doch Freude dran. So. Ja, das wird ja bedeuten, dass ich den Fehler beim nächsten Mal nicht mehr mache und ich mache ihn bestimmt. Nö, das heißt es nicht, aber du hast zumindest kurzzeitig gelernt, dass das falsch war. Sehr nett. Von Kai haben wir eine Zuschrift bekommen, die war so halb privat, glaube ich. Da war so ein bisschen der Eindruck entstanden, dass ich wirklich in einer persönlichen Sinnkrise stecken würde. Und er hat mir angeboten, dass er sich auch privat so intensiver mit mir unterhält, falls es notwendig ist. Also wenn Bedarf wäre, sollte ich mich melden. Von der Sorte habe ich mehrere Zuschriften bekommen. Das fand ich ausgesprochen nett, dass Menschen gesagt haben, oh, dir geht's nicht gut, willst du dich mal unterhalten oder so. So arg schlecht dran bin ich eigentlich nie gewesen, aber ich finde es total nett, dass dieses Angebot gekommen ist. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe bisher keinen Gebrauch davon gemacht und würde es aber vielleicht tun. Ganz, gar keine Frage. So, von Philipp kam was Langes. Lars, traust du dich dran? Ist hat Lars geschrieben, er ist nicht da? Nein. Ich muss mich noch an meine neue Mute-Taste gewöhnen. Ah, da musst du uns gleich mal von erzählen. So ins Leere gequatscht. Ach so. Also Philipp schreibt, ihr habt etwas zu viel Ehrfurcht. Martin eher vor der Hörerschaft, Lars und Sebastian ähnlich einem Kolloquium vor Martins Gesprächsführung. Dann überspringen wir jetzt einen Teil. Aus irgendwelchen Gründen habt ihr euch zumindest gedanklich in eine Ecke drängen lassen und das mit der Sendehaltung ist echt doof. Das ist Philipp wohl vor allem bei Martin aufgefallen und findet das total schade. Er schreibt, ich glaube, die Hörenden gewöhnen sich einfach zu schnell daran, dass geliefert wird und erwarten dann die Lieferung. Tja. Und sein Rezept dagegen ist die Reduzierung der Folgen? Möglicherweise, aber... Ich würde ja sagen, Immunisierung ist das Zauberwort. Einfach tatsächlich die Teflonschicht dicker machen und sagen, ja, so wie Martin, ne? Bricht nach 20 Minuten die Sendung ab und kriegt da Dresche und dann sagt er, ja, aber Leute, ich hatte keine Lust. Es hat nicht funktioniert, es war nicht so, wie es sein sollte. Lebt damit. Das ist das Einzige, was hilft, glaube ich. Und es tat mir auch so leid eigentlich. Ja, es war nicht leicht, aber es musste sein. Ja, siehste. Max Snyder hat sich auch gemeldet und schrieb, ich erwarte nicht vom Sendegarten alle aktuellen Themen der deutschen Podcast-Landschaft zu überblicken und oder darüber zu berichten. Genau, er nimmt uns da im Prinzip auch so ein bisschen den Druck weg. Und was Erik da gesehen hat mit irgendeiner Richtlinie oder Konzept, hat er für sich gesehen. Mir war diese Ansicht neu. Ja, vielen Dank. Das klärt natürlich auch nochmal das, was ich eh schon mehrmals gesagt hatte. TJ schreibt noch, dieses Podcastland ist so bunt und weit und der Sendegarten ist interessant.
Der letzte ist der André. Sebastian, erzähl uns doch, was André geschrieben hat. Ja, André schreibt, dass die Zeit, als das Podcastland überschaubar gewesen ist, ist schon seit 10 Jahren vorbei. So. Und der Anspruch sehe ich auch nicht bei euch, sondern, also ja, den Anspruch sehe ich auch nicht bei euch. Ja, die Unübersichtlichkeit des Podcastlandes. Dazu passt eigentlich der O-Ton, den ich mitgebracht habe, von Frequenz 4000. Also 4000 Hertz, wir erinnern uns, das ist das Label, was den Qualitätspodcast nach Deutschland gebracht hat. Da waren wir ja damals sehr, sehr dankbar für. Aber ich will jetzt nicht, das ist eine kleine Stichelei, Entschuldigung. Aber Nicolas Seemack und Christian Conradi und der Dritte im Bunde und die Frau im Bunde, also die vier zusammen haben ja das Label 4000 Hertz aufgemacht. Und neben den inhaltlichen Angeboten gibt es auch so eine Meta-Strecke, die hieß früher Frequenz 4000, die heißt jetzt nur noch Frequenz. Und wenn ich das richtig rausgehört habe, wollen die auch so ein bisschen aus der Beschreibung ihrer eigenen Arbeit, was die Frequenz 4000 eigentlich sein sollte, so ein bisschen mehr sich öffnen für Beobachtungen aus der Podcast-Blase, also ihrer Podcast-Blase. Und in der vorletzten Episode, haben sie auch über die Menge an Podcasts gesprochen, die man so wahrnehmen könnte. Und wenn der Sebastian das mal eben einspielt, ich glaube, das ist ganz interessant. Genau. Ja. Also vielleicht mal eine ganz persönliche Frage, ja? Ja, Nicolas? Stimmt, persönliche Fragen. Wann hat dir eigentlich zuletzt jemand einen Podcast empfohlen? So richtig, so wie man das ganz, ganz früher gemacht hat, bevor Podcasts noch so groß waren, dass man Podcasts innerhalb von Podcasts entdeckt hat. Das war garantiert jemand von euch hier und ich habe es nicht beachtet. So Mund zu Mund. Hör dir doch mal das an. Ja, das war garantiert einer von euch und ich habe es nicht beachtet, aber nicht, weil ich auf euer Urteil nichts gebe, sondern weil ich mittlerweile meine Podcast-Playlist als ähnlich stressig empfinde wie meine E-Mail-Inbox. Das wird zu so einer To-Do-Liste mittlerweile, ja. Also ich glaube, das liegt auch an meiner mangelnden Zeit. Also womit ich ja generell wenig schlecht leben kann, das kennst du ja bei iOS zum Beispiel auch, so an diesen Apps ist dann so ein roter Kringel, so ein Punkt mit einer Zahl drin. Das bedeutet, so und so viele Sachen gibt es noch zu tun. Das habe ich bei Apple, bei Podcasts jetzt abgeschaltet, weil das macht mich wahnsinnig. Aber auch allein, wenn ich die Podcast-App aufmache, sind da jetzt gerade wirklich 20 Episoden drin, die ich noch nicht gehört habe. Ja, und das sind alles längere Sachen. So, ich kann es nicht. Ich schaffe es einfach nicht mehr. Also, das ist auch ein altes Thema. Ich glaube, das hat man schon vor Ewigkeiten erzählt. Das ist tragisch. Ja. Das fand ich eine ganz interessante Aussage, dass das etwas ist, was es schon ewig gegeben hat. Also, dass es nicht neu ist. Ich empfinde es gerade als neu, aber vielleicht hat Nicolas ja recht und das ist überhaupt nicht neu. Gibt es da spontane Äußerungen von euch dazu? Also das mit den Nachrichten und den, dass das wirklich schwierig ist, also dass man, weil ja, das kann ich nachvollziehen, also meine Podcast-Playlist läuft auch teilweise über und ich muss manchmal auch aufräumen, so leid es mir dann tut, weil ich dann auch merke, okay, ich komme gar nicht dazu, alles zu hören, aber erzeugt das Stress bei mir, so dieser direkte Vergleich eher weniger. Ich finde es einfach nur schade. Das ist eigentlich eher so, aber Stress wirklich erzeugt das jetzt nicht unbedingt. Es tut dann zwar kurz weh, dass man zwar was wegnehmen muss, aber in der Regel, wenn man es dann lange nicht gehört hat, dann hat das ja auch irgendwo einen Grund, ne? Also dann, ja, aber es trennt einen ja dann schon auch von den aktuellen Entwicklungen, sagen wir mal. Also wenn ein Podcast zum Beispiel sein Format ein bisschen modifiziert oder ein Host aussteigt und so weiter, das kriegt man ja dann möglicherweise dann doch nicht mit. Das heißt, es verändern sich Dinge im Podcastland, Anführungszeichen, ohne dass man davon Wahrnehmung bekommen hat. Und ich glaube, dieses Gefühl, was ich letzte Mal auch, da hatte ich glaube ich die Noah Hespers zitiert mit dieser Fear of Missing Something Important oder wie hieß das denn? Fear of Missing Something Important, genau, FOMSI, das war ja ihr Akronym, was sie da sich ausgedacht hatten, dass man da irgendwas Wichtiges nicht mitbekommt und abgehängt ist. Das hättest du daraus verstanden. Ja.
Aber ist dann auch einfach so. Also das ist dann, da ist wieder Teflon. Ne? Ja, ist halt so. Habe ich was nicht verstanden, habe ich was nicht mitbekommen. Gab es irgendwie eine Neuerscheinung, gab es irgendwo Ärger, gab es irgendwo einen Preis oder so und ja, ich habe es nicht mitbekommen. Sorry, erzähl mir davon, ich weiß es nicht, noch eine gute Gelegenheit, erzähl mir du mir doch davon. Ja. So wäre jetzt im Moment mein Herangehen, dass ich sage, ja, Entschuldigung, ja, aber ich kann es nicht, ich kann es auch nicht von mir erwarten. Und damit bin ich dann für mich im Reinen. Das funktioniert tatsächlich. Bin ganz zufrieden. Ja. Gut. Dann sind wir mit den Kommentaren soweit durch gewesen. Ne? Zum Stichwort Host verlässt Podcast oder so. Da passt sehr gut der nächste und der übernächste Ton dazu. Mhm. Denn dieses Gefühl, dass es vielleicht keinen Spaß mehr macht. Also ich fand das so witzig. Ich habe in der letzten Episode haben wir darüber gesprochen, wir spüren Druck, wir spüren Überlastung, wir manchmal keine Lust, man würde sich einen Stromausfall wünschen und so weiter. Und dann höre ich in die Podcasts rein und höre von Herrn Seemack, ja, mein Catcher kühlt über und ich habe erstmal die Alarmmeldungen da abgeschaltet. Ich höre vom ungelogen Podcast. Ja, wir stellen jetzt auch mal irgendwie alles in Frage und versuchen mal unser Programm neu zu gestalten. Mit Klammer auf, mit dem Gefühl, das könnte auch ein Fake gewesen sein. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Und dann höre ich plötzlich hier in dem kommenden Podcast, dass ein Host von Bord geht, weil er einfach keine Lust mehr hat. Hören wir uns mal eben an. Ja, damit werden wir... Werden wir durch mit unseren ganzen Kommentaren und so weiter. Jetzt haben wir eine Menge Spaß gehabt die ganze Sendung über, haben wieder viel gelacht und umgescherzt. Und jetzt kommen wir zur Verabschiedung. Und jetzt kommt ein Knaller, ein richtiger Kracher. Jetzt müsst ihr alle noch mal... Hör auf jetzt! Was? Erzähl doch! Alter, du machst das voll dramatisch. Ja, es ist dramatisch. Nicht nur für mich, für viele andere auch, schätze ich mal. Und zwar, wir machen es kurz, wie der Marco schon so eine iTunes-Rezension. Das war die letzte Folge des CCP. Sönke hat keinen Bock mehr. Ja, ist leider so. Leute, nehmt es mir nicht übel. Aber ich kann meinen Kindern nicht predigen, dass die nur erfolgreich sind, wenn denen die Sachen Spaß machen, die sie machen. Und ich selber lass mich hier seit einem halben, dreiviertel Jahr von Marco alle vier Wochen überreden. Nun komm, wir machen noch eine Folge, dann haben wir bald wieder was zu erzählen. Wir machen jetzt eine Winterpause und danach können wir wieder was erzählen. Nee, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und noch geht es, ich bin fast drüber weg und deswegen habe ich mit Marco gesprochen und habe gesagt, ich höre auf. Ich bin raus. Und ja, nun muss Marco sehen, ob er alleine weitermacht oder wie oder was, und müssen wir gucken. Das gebe ich komplett in seine Hände. Nenne es egoistisch, macht daraus, was ihr wollt. Es ist überhaupt nicht egoistisch. Das ist ja, wie du sagst, wenn ein Hobby keinen Spaß mehr macht, muss man irgendwann Schluss machen. So ist das. Ja, so ist das. Wenn ein Hobby keinen Spaß mehr macht und was er seinen Kindern erzählt, da wollte er sich auch selber dran halten. Finde ich sehr nachvollziehbar. Und dieses zu hören, ja, der hat mich jetzt ein halbes Jahr immer wieder getreten und ja, komm, mach noch eine und eigentlich will man schon gar nicht mehr so, sprach mir ziemlich aus der Seele, muss ich sagen. Hat sich wieder geändert, ich bin wieder motiviert, voll an Bord, aber ich kann das total verstehen, was Sönke da gesagt hat. Ja, es ist der CCP, der Camping Caravan Podcast, Geschichte, beinahe, wenn nicht die Rettung aus dem hohen Norden gekommen wäre. Und das hören wir jetzt. Aber es ist halt alles noch nicht klar. Ja. Was hingegen klar ist, ist tatsächlich ein neues Podcast-Projekt, an dem ich beteiligt sein werde. So neu ist es gar nicht mehr, sondern ich steige ein und bin sozusagen Ersatzspieler, zweite Wahllösung, wie auch immer du es nennen willst. Und zwar beim Camping Caravan Podcast, da bin ich jetzt offizieller Co-Moderator. Ein Podcast, den ich immer sehr gerne gehört habe mit Marco und Sönke, die ja über
ihre Campingerlebnisse sprechen, die darüber sprechen, wohin sie fahren, welche Plätze sie kennengelernt haben, was sie im Urlaub gemacht haben, was und auch so allgemeine Tipps geben, so erzählen, was sie an Umbauarbeiten an ihren Wohnwagen gemacht haben und so. Und das immer auf eine sehr angenehme, unterhaltsame Art. Wie gesagt, ist einer der Podcasts, die ich auch immer vorne einsortiert habe in der Playlist. Also ich habe ja immer ungefähr 100 ungehörte Episoden, die in meiner Playlist rumdümpeln und die ich so nach der Reihe anhöre. Und es gibt eben eine relativ kleine Anzahl von Podcasts, deren Episoden immer vorne einsortiert werden. Und der Camping Caravan Podcast gehört ja immer dazu. Jetzt ist es offenbar so, dass Sönke schon seit einem Dreivierteljahr eigentlich keine Lust mehr hat auf das Projekt. Und eigentlich nicht mehr mitmachen wollte. Und jetzt hat sich das soweit in Anführungszeichen hochgeschaukelt, dass er gesagt hat, ich steige jetzt aber wirklich aus und deine Motivationsversuche, Marco, funktionieren bei mir nicht mehr. Und dann sind die beiden an mich herangetreten, ob ich mir nicht vorstellen könnte, da teilzunehmen. Ja, und er macht es. Die Details haben wir einfach mal weggelassen. Die kann man sich dann nämlich im Jörn Schaas feinen Podcast Nummer 223 anhören mit dem schönen Namen Lebenszeichen. Das wollte ich doch einfach nur noch mal ins Feld führen hier. Das Gefühl der Überforderung, wobei, habt ihr gehört, Jörn hat 100 Episoden, die er vor sich herschiebt. Das finde ich auch nicht schlecht. Und er redet da ziemlich locker, hat da gar keinen Stress mit. Ach, einmal so sein wie Jörn. Also 100 ja. Ungehörte Episoden im Podcatcher. Hört es sich so an, oder? Habe ich so verstanden. Okay, ich mehr. Bin irgendwo im vierstelligen Bereich. Also es ist das war klar. Ich frage mich, wo ist das Problem? Ja, ach, ihr habt alle so ein wunderbares Gemüt. Ihr seid nicht so hibbelig, so. Ja, das muss doch alles noch gehört werden. Wann machen wir das denn jetzt? Na, ich würde ja schon gern, aber es geht halt im Moment nicht. So, Punkt. Ich bin Pocketcasts sehr dankbar. Die haben ein Update gebracht und mit dem Update ist irgendwie meine Liste, die ich da so hatte, ist irgendwie verschwunden. Und jetzt. Seit dem Update sind halt, also ich habe halt in dieser Liste nur noch die Sachen, die ich jetzt seit dem Update reingespielt habe und das ist wirklich eine sehr kleine Zahl. Diese große Zahl ist irgendwie weg. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist, aber ich bin nicht unglücklich darüber, dass diese große, das musst du auch noch hören, Liste nicht mehr da ist. Dankeschön, Pocket Gast. Ich habe mal eben geguckt, es sind 2033. Okay. Ungehörte Episoden. Also nicht machbar ist halt so. Ja, aber warum löscht du die nicht? Das ist doch nicht machbar. Das wäre doch dann nur Konsequenz zu sagen. Weil ich eine große Auswahl interessanter Podcasts, die ich gerne hören möchte, je nach Stimmungslage immer mit mir rumschleppe und immer Auswahl habe. Ach, du machst das dann aber auch bewusst, dass du nicht jetzt der Reihe nach hörst, dann suche ich mir halt was aus. Zum Beispiel, ich meine, ich habe natürlich auch so meine Favoriten wie Zeitsprung, Mincorrect und so, die höre ich immer als Erste, wenn sie kommen. Das ist ja kein Geheimnis. Aber es gibt eben, zum Beispiel für die Wispod-Kuration, die sind noch ein bisschen weiter vorne in der Liste. Da habe ich jetzt ein bisschen was aufgeholt die letzten Wochen. Aber es gibt noch einen ganzen Stapel anderer Podcasts, die ich wirklich sehr schätze und die ich auch noch hören möchte. Es kann eben nur sein, dass wenn es nicht aufeinander aufbaut, dass ich einfach mir dann thematisch eine Folge aus der Liste raussuche, von der ich sage, ja, da habe ich jetzt Bock drauf. Und dann höre ich mir die halt an. Ein Genusshörer bist du? Im Moment ja. Sehr gut. Aber Martin, bist du etwa ein Musshörer? Ich höre mir ja keinen Podcast an, weil ich jetzt, ich höre mir ja keinen Podcast an, wenn ich keinen Bock drauf habe. Also von daher bin ich immer Genusshörer. Martin, was ist? Ja, ich fragte nur, ob du ein Musshörer bist. Nein, ich bin ein Genusshörer mit schlechtem Gewissen, weil ich eben keinen. Ja, es ist tatsächlich so, dass ich mir denke, ach, da müsste es jetzt eigentlich reinhören. Und ach, nee, ja, jetzt möchte ich doch lieber was anderes, was mir irgendwie gefällt oder so. Ja, das ist richtig. Sehr schön. Also da versuche ich mich nur bei den Wispod-Geschichten so ein bisschen
mich ein bisschen zusammenzureißen, eben dort in Projekte reinzuhören, von denen ich teilweise eben auch noch nie gehört habe und die mir völlig ja fachfremd sind. Ist aber ein interessanter Blick über den Tellerrand. Da waren schon viele schöne Sachen dabei. Also wären nur halt Podcasts, wo ich jetzt wahrscheinlich nicht angefangen hätte bewusst, so jetzt aus völlig freien Stücken. Aber ist schon gut so. Prima. Ja, ist doch gut. Ich hatte ja mit dem auch mit dieser Wispod-Liste so mein Kämpfen irgendwie, dass ich sagte, ich habe wieder Willen, ich will jetzt gerade nicht, ich will nichts Neues kennenlernen. So, und er hat mich ja dankenswerterweise da so ein bisschen befreit davon, das hat schon auch sehr gut getan. Vielleicht entwickelt sich dann aber auch aus dieser Freiheit dann wieder Neugier, das kann durchaus sein, das würde mich nicht wundern, aber ich genieße erstmal im Moment die Freiheit. Danke dafür. So, ich glaube, wir sind jetzt mit dem Thema, wie hatte ich es genannt? In den Titel bin ich ein bisschen verliebt. Podcast-Krisen haben, erkennen und erfolgreich überwinden. Sauber. Das ist, als hätte Frau Paula Reuth ein Buch geschrieben, Entwickle dich selbst. Das ist ungefähr auf dem gleichen Niveau. Das ist das, was jeder Psychologe mit dir macht, ne? Ja. Du gehst natürlich dahin und sagst, hilf mir. Und der guckt dich an und sagt, das kannst du eigentlich selber und das wirst du auch selber machen. Fang mal an zu reden. Er geht ja nur so. Ja, klar. Also und dann sagt er, gib mir 1000 Euro. Die hast du heute gespart. Aber so hast läuft du mir gerade deinen Preis genannt? Nein, Quatsch, ich habe damit gar nichts zu tun. Aber nein, im Endeffekt habt ihr euch ja hier tatsächlich wunderbar selber therapiert. Und wenn jetzt nicht so viel offen ist, dann ist doch alles fein. Also mir kommt es tatsächlich so vor. Ich weiß nicht, wie sieht ihr das denn, Sebastian? Hast du auch das Gefühl, dass irgendwas anders ist als letztes Mal? Oder am Anfang vom letzten Mal? Ja, also schon das, ja. Also wir hatten ja jetzt nicht so diesen Riesendruck. Also ich glaube, der lag eher so auf deiner Seite, da was loswerden zu wollen. Aber ja, ich denke, ich habe auch mitgenommen, dass man einfach vieles lockerer sehen sollte und dass man das gar nicht so sehr an sich heranlässt. Also das ist das, was ich auch mitgenommen habe. Ja, diese Teflonschicht, die du immer wieder erwähnst, die muss man tatsächlich einfach dann sich aneignen. Was mir an anderer Stelle auch meistens besser gelingt, ich weiß gar nicht, ja, ich denke, der Sendegarten ist einfach vielleicht ein bisschen, ja, emotionaler, vielleicht, weiß ich nicht. Wenn es so um rein technische Dinge geht, ist das immer für mich einfach, aber das war es schon immer. Das ist auch so ein persönliches Ding, weil da gibt es meistens 1 oder 0 und dazwischen ist dann nicht mehr so viel. Wobei Fehler passieren meistens, wenn es dann doch uneindeutig wird. Ja. Mhm. Also Sendegarten ist mehr Herzensprojekt, als wenn du da eine Datenbank reparierst oder betreust. Ja, da finde ich meistens eine Ursache und bei... Ah, ja, in der emotionalen Welt ist es schwieriger, ja? So, ja, da gibt es nicht 1 oder 0, da ist es nicht so einfach. Mhm. Und das war auch immer so mein Problem irgendwie mit Sprachen oder sowas, weil da gibt es ja auch meistens dann Ausnahmen von Regeln, klar, es gibt Regelwerke, aber jede Sprache hat zum Beispiel auch so ihre eigenen Feinheiten und Floskeln und Redewendungen, mein Gott. Und das muss man irgendwie aufnehmen und ja, das war schon immer für mich schwieriger und das, vielleicht ist das auch ein Teil des Problems, ne? Dass man da natürlich, jeder bringt so sein eigenes Päckchen mit rein, ne? Das, klar. Aber so können wir voneinander lernen und wie Martin schon sagte, wir haben voneinander so ein bisschen uns selbst therapiert in der letzten Folge. Dem stimme ich auch zu, ja. Insofern doch, man hat sich was von der Seele geredet, doch, kann ich auch bestätigen. Schöne Formulierung, sich was von der Seele reden. Da steckt viel mehr drin, als es
so beim ersten Draufgucken vermuten lässt, sich was von der Seele reden, ja? Wow, ja. Und Lars hat sich jetzt einfach vorgenommen, viel öfter Scheiße zu sagen, glaube ich. Nee, ich glaube, das ist jetzt allmählich mal ausgereizt, aber... Och, schade, so ein Mist. Ja, Scheiße. Gülle. Mir ist in dem Gespräch letztes Mal ja aufgefallen, dass mein Druck auch eben zum größten Teil von mir selber kam, dass ich schon, wie ich heute ja auch schon mal gesagt hatte, im Prinzip mit der Empfindung reingegangen bin. Pod-Union und später Sendegarten waren eben schon hatten diese Relevanz in meinem Kopf, und das, wenn es vorher schon in meinem Kopf war, dann kann das alles nicht nur extern angeschoben gewesen sein. Deswegen, ich bin da immer noch so ein bisschen am Rumknuspern, ich kann sowas nicht einfach abschalten, aber ich bin dabei. Am Knuspern dran, so. Ja, ja, ja. Huch, ist das mein Fußschalter gerade, der hat irgendwie geknackt. Ich glaube, ein Gummifuß ist abgebrochen. Das ist natürlich nicht so schön. Huch, das ändert sich ja auch. Es ist, alles dreht sich, alles bewegt sich, ne? Alles tut. Ich hatte gerade noch einen Gedanken, der ist natürlich gerade durch den Fußschalter wieder verschwunden. Egal. Ach so, nee, hier, ich wollte sagen, ganz unabhängig davon. Der Sascha hat so geschrieben, das ist ja das größte Problem am Sendegarten. Alle 14 Tage riskiert man, einen neuen Podcast abonnieren zu müssen. Ja. Sehr gut. Das ist eine gute Formulierung. Sehr schön. Okay, ich glaube, dann können wir das Thema für heute zur Seite legen. Wir machen mal einfach weiter. Denn, ach so, wir hatten ja angekündigt, Butter bei die Fische zu tun. Ein Begriff, der offenbar nicht überall so geläufig ist. Es gab eine Nachfrage, was heißt das denn eigentlich? Und das heißt ja so viel wie, jetzt reden wir mal Klartext, was ändert sich denn jetzt eigentlich? Na, wir haben ja überlegt, was kann man anders machen und so weiter. Was lachst du denn da? Ich sehe gerade im Chat Butterblumen. Ich habe einen Gummifuß, ja. Ich habe einen Kick-to-Talk hier. Das ist ein kleines Kästchen, da sind Gummifüße drunter. Nicht ich, das Kästchen hat Gummifüße. So, und was ändert sich? Nix. Wir haben einfach gesagt, das Problem ist gar nicht die Struktur, nicht die Häufigkeit, nicht, ob wir einen Gast haben oder nicht. Das Problem ist, wie wir selber dazu stehen. Und das ändern wir, aber wir brauchen ansonsten nichts zu ändern. Vielleicht fällt mal eine Sendung aus oder so, das kann passieren, dann nehmen wir uns einfach die Freiheit zu sagen, nö, heute mal nicht. Aber ansonsten bleibt alles so, wie es ist. Wir halten das mit der Gartenbank bei, wir strukturieren nicht großartig um. Außer, dass uns der Gast von der ersten Minute bis zur letzten begleitet. Aber das ist eigentlich auch schon so gewesen. Wir sagen dann nicht, dass der Gast auf der Gartenbank sitzt, sondern er ist einfach Gast im Garten. Auf der Gartenbank nimmt manchmal der Gastplatz, manchmal auch nicht. Das ist das Einzige, was sich vielleicht ändern könnte. Ansonsten bleibt alles, wie es ist. Das ist ja gar nicht so schlecht. Okay, deswegen geht es auch weiter. Jetzt nämlich ins Querbeet. So, und wenn ich mir gerade mit meinem Fußschalter hier hantiere, den ich gerade in der Hand habe, ein handlicher Fußschalter, worum geht's denn? Episodennummern bei iTunes, das hatten wir letztes Mal, glaube ich, angesprochen. Sebastian, gibt es da eine Ergänzung zu? Ja, ich glaube, in der Nacht ist sogar noch ein zweiter Newsletter hinterhergekommen, der erst auch noch ein bisschen abgeschnitten war, glaube ich. Dann gab es noch mal einen dritten oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Auf alle Fälle musste da Apple, glaube ich, irgendwie reagieren, weil relativ viel Feedback zu den Episodennummern gekommen ist. Und da stand dann nochmal drin, dass also Episodennummern innerhalb des Titels und auch innerhalb des neuen Titeltags wahrscheinlich erstmal alleine nicht dafür begründet werden, einen Podcast aus dem Verzeichnis zu schmeißen. Und es wurde nochmal so ein bisschen klargestellt, warum man das jetzt nochmal tun wollte. Es ging eigentlich vorwiegend oder es geht vorwiegend um Spam-Podcasts, die Apple da so ein bisschen auf dem Kieker hat. Ja.
Ja. Aber ja, die Kommunikation war nicht so ganz eindeutig, ne? Das ging erst durch die Nachfrage. Ja, genau. Und das weil, können die eigentlich besser. Ja, weil, wie wir ja schon in der letzten Episode erwähnt haben, beziehungsweise Andi ja im Chat geschrieben hat, es gibt zwei Titeltags, also es gibt einen allgemeinen Titel und es gibt diesen iTunes-Doppelpunkt Titel. Und der wird ja neu eingeführt und da sollten keine Episodennummern drin sein. Und ja, wenn man das so einigermaßen aufgeräumt hat, dann ist das in der Regel damals, als man das migriert hat, sowieso schon der Fall. Und im normalen Titel darf durchaus noch weiterhin, darf man sich frei austoben. Ja. Na, Gott sei Dank, da bin ich jetzt echt froh. Weil wir machen das auch so und Kollege bei mir, der Phil, der meinte auch, wir lassen uns doch jetzt nicht von Apple vorschreiben, was wir in unseren Titel schreiben. Also das fehlt ja nur noch. Ja, nee, und das ist halt, was halt ein bisschen schwierig ist aktuell, ist glaube ich auch noch, wie es überall angezeigt wird. Also manche Podcatcher zeigen halt diesen allgemeinen Titel an. Manche bauen sich das halt raus aus diesen neuen Tags. Ich habe da auch noch nicht so einen kompletten Überblick, wie was wo angezeigt wird. Das ist sowieso mit den Metadaten immer ein bisschen schwierig. Also einheitlich ist das ja nie irgendwo wirklich zu sehen in den ganzen Podcatchern. Was ein bisschen schade ist, aber gut. Insofern ist es gar nicht so schlecht, mal so einen Hinweis zu haben, dass zumindest die Metadaten mal man mal drüber gucken kann, ob das so ist, wie sich das eigentlich schickt. Ja. Wie es schicklich ist, ja, genau. Der Knigge, der Podcast. Meta-Knigge. Genau. Meta-Knigge. Du hast einen Knick in deinem Podcast. Sehr schön. Ich glaube, auf das Subscribe gibt es ja auch einen Workshop. Oh, es gibt so selber schreiben oder so. Das fand ich interessant. Das hat sofort mein Auge. Vielleicht dann machen wir doch gleich damit weiter, wenn du schon da bist. Dann es gibt, wie du schon angesprochen hast, jetzt einen Fahrplan für die Subscribe. Unter Fahrplan das-sendezentrum.de Subscribe, also /Subscribe 10. Da findet man den, verlinken wir auch. Und ja, da ist jetzt schon jede Menge zu sehen. Und du hast dir, glaube ich, sogar die Mühe gemacht und das mal parallel in Audioform mitlaufen lassen, also den Rekorder mitlaufen lassen. Und ja, ich habe mir das mal durchgelesen und dabei dann so eine Art gesprochenen Fahrplan daraus ist daraus geworden. Das war so eine Mischung zwischen ich nehme es besser wahr, wenn ich es mir laut vorlese und ich mache hier einen Mikrofontest. Ich wollte einfach mal gucken, ob ich den H4 auch als also direkt an den Rechner anschließen kann, was ja logischerweise geht. Also ist ja jetzt auch kein Hexenwerk, aber habe ich noch nie gemacht gehabt und wollte mal wissen, wie das klingt. Und dann war das irgendwie so Win-Win. Und dann war es für mich da und habe gedacht, vielleicht kann es der ein oder andere auch gebrauchen, wenn er mit den Händen am Lenkrad ist, dann kann man sich das vielleicht anhören. Und es ist tatsächlich eine halbe Stunde geworden. Also alles aufzulisten dauert dann doch eine Weile. Du hast vor allem auf Twitter Feedback bekommen, dass wohl einige auch, weil sie halt in Textform, also Textform nicht so gut aufnehmen können mehr oder schon immer und deswegen damit Probleme haben und das in Audioform einfacher konsumieren konnten. Wie du schon sagst, ist auch im Auto oder so, aber auch so dieses Feedback, ne, dass das halt barrierefreier ist irgendwo. Ja, schöner Nebeneffekt, hatte ich gar nicht, war gar nicht im Fokus. Es ist eher so, dass es mir manchmal leichter fällt, wenn ich Sachen lese, weil ich es dann langsamer wahrnehme. Mhm. Also ich habe mir so eine komische, schnelle Art zu lesen angewöhnt, die aber sehr, sehr oberflächlich ist. Und dann habe ich so eine ungefähre Ahnung, was da steht, aber wenn ich mich wirklich damit auseinandersetzen will, reicht das nicht mehr. Da muss ich langsamer lesen und das kann ich am besten, indem ich es mir laut vorlese. Ich komme mir dann wirklich vor wie so ein 7-jähriges Schulkind, was dann so, ja, der Ball ist in den Garten gerollt, ne? Aber es funktioniert. Es ist einfach so. Und ja, weil ich sowieso Mikrofon-Fan bin, dann habe ich halt im Mikrofon gesprochen. Wenn es dann auch Leute gebrauchen können, ja, mein Gott, besser geht's ja gar nicht. Ja. Gibt es noch irgendwelche Highlights? Also ich habe am Samstag meinen Talk direkt nach Ultraschall. Ja, was willst du? Das ist das Highlight. Das ist das Highlight. Also naja, ihr habt doch sicherlich noch andere Sachen. Ich meine, du hast 30 Minuten aufgenommen.
Ja, das also es sind ein paar neuere Sachen dabei, wo Leute aus dem also aus dem Profi-Radio-Bereich zum Beispiel berichten, warum sie was machen, wie sie es machen oder auch Zeitungen. Ich weiß jetzt nicht, welche Zeitung das ist, da steht so im Untertitel, der Redakteure haben gelernt, gut zu schreiben, aber das heißt nicht, dass sie gut sprechen können. Und einen guten Artikel also einen gut geschriebenen Artikel auch gut zu sprechen, das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung. Und da berichtet er zum Beispiel darüber, er oder sie, wie das irgendwie aufgelöst wird in der Redaktion. Das finde ich ganz witzig. Also da will ich, glaube ich, mal hinhören. Ich fand auch den Ohne Müll wie ein Selbstversuch Hörerinnen zum Nachdenken brachte. Das finde ich spannend. Also da bin ich drauf gespannt, was da bei rumgekommen ist. Ja. Sebastian? Ja? Kannst du schon was teasern von dem, was kommt? In deinem Talk? Also ich sitze ja hier auch schon nagelkauend, deswegen vielleicht kannst du mir ein klein bisschen helfen. Nee, möchte ich tatsächlich nicht. Also ich bin noch... So gut, okay, ist klar. Ja. Nee, gut, ich will dich zu nichts zwingen. Ja, das ist auch so eine Erfahrung, die man mit der Zeit macht. Also man muss immer vorsichtig sein, was man verspricht und was man dann wirklich halten kann. Und ich habe da noch ein paar Gedanken, die ich mir erst noch zu Ende denken muss. Und das hängt auch ein bisschen davon ab, was ich jetzt noch zeitlich schaffe bis dahin, weil ich schon so ein paar Nägel mit Köpfen machen möchte. Und das versuche ich dann noch bis dahin umzusetzen. Deswegen möchte ich da jetzt nicht zu viel verraten. Alles gut, okay. Ja. Ja. Andere sind da mutiger, die werfen einfach ein Produkt auf den Markt und bessern das dann nach und nach nach. Zum Beispiel der Röde Nein, nicht der Procaster, ach, sag doch selber. Roadcaster Pro. Roadcaster Pro. Die Roadshow. Kann das Ding dann jetzt Multitrack? Ja, aber erstmal nur in der 1.1er-Version, Firmware-Version mit USB. Das war so ein bisschen in den Teasern tatsächlich ein bisschen verwirrend. Also man dachte erst, es geht wirklich erstmal nur um SD-Karte und dann war halt die Frage, gibt es dann auch USB-Multitrack? Stellt sich raus, jetzt kommt erstmal nur USB-Multitrack auf die Nachfrage jetzt wieder, hat Rode nochmal gesagt, es wird wahrscheinlich in einer nächsten Firmware-Version vielleicht sogar noch Multitrack für SD-Karte geben. Ob das dann eigentlich zum Beispiel auch parallel während der USB-Multitrack-Aufnahme läuft, das steht auf einem anderen Blatt und das werden dann die Erfahrungen zeigen. Also ja, sind viele nicht so ganz begeistert drüber, dass die Kommunikation da tatsächlich so ein bisschen widersprüchlich ist und nicht immer klar kommuniziert wird, was wann kommt. Und naja gut, dass sie jetzt nicht unbedingt in jeder Zeitzone noch im Februar das Release rausgebracht haben, das kann man jetzt noch, glaube ich, ihnen verzeihen. Aber ja, die Kommunikation könnte tatsächlich ein bisschen besser sein. Aber es ist, glaube ich, auch, ich habe das Gefühl, also dass wahrscheinlich die Entwicklungsabteilung oder ein Teil der Entwicklung außerhalb von Rode läuft. Der DSP-Codec ist zum Beispiel von einer anderen Firma und da weiß ich zum Beispiel nicht, was die für einen Anteil an der Firma selber mit hat und ja, da ist, glaube ich, eine gewisse Entkopplung drin und das Marketing ist da, glaube ich, nicht so fit anscheinend, das wirklich klar zu kommunizieren und haut da gerne mal Teaser raus, die am Ende dann doch nicht so gehalten werden. Aber wenn sie es noch, aber es ist schon mal erfreulich, dass sie überhaupt jetzt noch Multitrack nachgerüstet haben. Also das sah ja noch im Dezember, als das Produkt dann rauskam, noch ganz anders aus. Ja, die Aufregung war ja groß, ne? Erstaunlich eigentlich. Mich hat das sehr gewundert, warum man sich so, mein Gott, das war ja richtig emotional. Also zumindest das, was bei mir rüberkam. So, ich fand das ja, ich denke, fast das ein bisschen ist übertrieben. Ja, das ist halt eine große Enttäuschung, glaube ich, die da auch hintergesteckt hat. Ne? Das heißt also, man wünscht sich ja schon so ein Gerät und wenn es dann quasi nur die Bedürfnisse mancher erfüllt, aber nicht die eigenen, dann ist man schon ein bisschen enttäuscht. Das kann ich schon so ein Stück weit nachvollziehen. Klar, dass das dann so emotional teilweise dann im Sendegate herging, das ja,
Das, aber ja, kann ich aber schon irgendwo nachvollziehen. Ne? Also gerade so aus der technischen Perspektive will man eigentlich schon ganz gerne Multitrack natürlich haben. Es macht einfach so viel einfacher in vielerlei Hinsicht. Ne? Also wenn man Einspieler hat, zum Beispiel jetzt beim Sendegarten, hilft mir das enorm, dass die Einspieler auf einer eigenen Spur sind. Dann kann ich später relativ gut mit einem Blick sehen, wo welcher Bereich war, wo welche Rubrik war und kann dann wesentlich besser schneiden und oder auch nochmal nachhören bestimmte Dinge. Wenn man natürlich wirklich also sofort produziert on tape und dann wirklich rausschickt und gar nichts mehr nachbearbeitet, klar, dann ist einem auch egal, ob es Multitrack ist. Ja, das ist richtig. Ja, aber ist ja schön, dass es jetzt für mehrere Aufnahmesituationen geeignet ist und hoffentlich kommt noch SD-Karte dazu als Multitrack. Ich glaube, das wird aktuell nur Stereo, die ersten beiden oder eine Summe. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Da habe ich noch eine Frage denn zu, weil die haben ja dazu passend dann auch noch Mikrofone mit rausgebracht. Weiß man dazu irgendwas? Die habe ich mir jetzt im Detail noch nicht angeschaut. Also generell ist das Gerät wohl, wie so viele von den Preamps, ein bisschen schwächer, wenn es wirklich um bestimmte Mikrofontypen geht, die halt in der Regel ein bisschen mehr Gain brauchen. Das ist aber so ein Standardproblem, was ich fast immer durch alle Geräte durchzieht. Das habe ich hier auch. Ja. Also ich habe ja auch diesen von Rode hier, dieses Procaster. Und habe das hier an so einem Focusrite-Gerät und ich habe da noch extra so ein Gerät zwischengeschaltet, damit da überhaupt genug Power raufkommt. Das ist irgendwie so eine blaue Box, ich weiß gar nicht mehr genau, Cloudlifter oder so heißt das Teil. Kostet nochmal genauso viel wie das Mikrofon selber. Und hebe das Ganze nochmal so um 25 dB an. Und dann muss ich den Vorverstärker von dem Focusrite auch nicht voll aufdrehen und dann rauscht das auch nicht. Denn es ist super, aber ist halt auch eine teure Kombi irgendwie. Oh. Ja. Kennen wir denn jemanden, der so ein Ding schon hat, den man mal fragen kann, wie sich das so anfühlt? Also der, jetzt muss ich mal gerade überlegen, also es gibt diverse Videos, die sich auf YouTube damit auseinandersetzen, auch mit den neuen Firmware-Updates, die sind auch im Sendegate verlinkt teilweise. Also es wird schon teilweise recht gut auseinandergenommen. Bits und so hatte es, glaube ich, auch in der Sendung. Das aber noch vor dem Firmware-Update. Also es wird schon relativ gut rezensiert. Also man findet da schon ganz gute Dinge. Auch deshalb, also ich glaube, ein YouTube-Video habe ich gesehen, da wurde bemängelt, dass zum Beispiel der Kopfhörerverstärker Probleme gemacht hat. Kann auch ein Montagsgerät gewesen sein. Das war jetzt das einzige Mal, dass ich das gehört habe. Also Material findet man und ich finde die bisherigen Reviews von dem Gerät relativ gut und das wurde auch, also gerade das Multitrack wurde halt auch schon von vielen bemängelt. Also das auch dieser Umgang mit der Öffentlichkeit, also dieses Marketing stößt bei manchen so ein bisschen auf, weil ne, das ist halt ein bisschen blöd, wenn man sich auf irgendetwas freut und dann am Ende doch nicht das drin ist, worauf man sich vielleicht gefreut hat in dem Moment und sich dann Zeit genommen hat, das nochmal zu testen und dann war doch nicht alles drin. Ja. Aber ich denke mal, sie werden das irgendwie nachrüsten. Okay. Du behältst das im Auge. Ja. Okay, mit deiner zuverlässigen Art. Mit der gleichen zuverlässigen Art hast du ja jetzt auch für Podstock. Genau, es gibt endlich Tickets. Veröffentlicht. Genau. Ja. Was ist das? Ja, Tickets. Was kann ich da kaufen? Genau, du kannst kaufen einmal wie letztes Jahr. Was war letztes Jahr? Da kann man gerne nochmal in die alte Sendung reinhören. Wir haben nur eine Änderung vorgenommen zum letzten Jahr. Die Zimmer selber kann man nicht mehr direkt auswählen. Das werden wir vor Ort machen. Man kann quasi nur noch die grobe Kategorie nehmen. Die 2 bis 4 Zimmerkategorie ist, glaube ich, auch schon weg. Es gibt nur noch die 6 bis 10 Personen in einem Zimmer-Kategorie.
Aber ansonsten, der Rest ist eigentlich gleich geblieben. Sprich, man kann campen, da sind noch genügend Tickets da. Man kann natürlich auch irgendwo im Hotel, wenn man noch was findet, da entsprechend unterkommen. Und ja, ich glaube sogar, also wer in einem Bus übernachten möchte, also so einen Stellplatz braucht für einen Camper, also so ein Wohnmobil, der, da sind glaube ich auch noch ein, zwei Stellplätze frei. Theoretisch könnten wir da auch nochmal überlegen, ob wir noch ein paar aufmachen. Da müsste ich aber erst nochmal anfragen, ob die Fläche, die wir sonst mal ursprünglich vorgesehen hatten, uns zur Verfügung steht. Und nicht, dass da wieder ein Umzug passiert wie letztes Jahr, der uns dazwischen kommt. Was aber eigentlich ganz gute, also manchmal sind ja, ergeben sich ja dadurch dann auch wieder die besseren Optionen und das fand ich schon ganz gut, wie es dann letztes Jahr gelaufen ist. Letzten Endes mit dem Platz war ich eigentlich ganz recht zufrieden, der uns da dann zur Verfügung, den wir dann genutzt haben dafür stattdessen. Ja, dann gibt es noch eine Besonderheit. Es gibt, wir werden versuchen, ein Event-T-Shirt zu designen anhand der und diejenigen, die auf der Bühne sein werden. Das heißt, wir werden, wenn wir jetzt den Call for Participation starten, kann man sein Logo mit hochladen und das wird dann quasi auf das Event-T-Shirt hinten mit drauf gedruckt und das kann man auch jetzt im Shop passend zu seinem Eintrittsticket gerne mitbestellen. Also das ist keine Zwangsgeschichte, sondern das kann man machen, muss man nicht. Und genau, das endgültige Design steht dann natürlich erst fest, wenn wir wissen, wie viele dann auf der Bühne sind, wie wir die auch platztechnisch auf der Rückseite dann unterbekommen. Und ja, das war es dann eigentlich dazu. Prima, prima. An Pfingsten. Das vielleicht, Pfingsten, wer sich nochmal orientieren möchte, einfach Pfingsten. Genau, auch 4 statt 3 Tage, je nachdem, wie man zählt. Insofern, oder wenn man natürlich schon zum Aufbauen, Abbauen da bleibt, dann sind es natürlich noch ein paar Tage mehr. 7. bis 10. Juni sind so die Kerntage. Und ja, ich freue mich auf jeden und jede, die kommt. Ich denke, wir werden da auch wieder genug zu tun haben, aber auch wahrscheinlich durch den Tag zusätzlich etwas mehr Freiraum bekommen, sodass wir auch mehr Zeit für nette Gespräche haben. Mhm. Da freuen wir uns. Das wird bestimmt wieder eine schöne Geschichte. Der Lars hat sich heute im Laufe des Abends schon das ein oder andere Mal unbeabsichtigt gemutet. Und das hat seinen Grund, denn er hat neue Hardware am Start. Was hast du da, Lars? Erzähl doch mal. Ja, ich habe mir letztes Jahr beim Podcamp mal so einen Controller angeguckt, den da jemand mitgebracht hat. Das ist so ein DJ-Controller von Behringer. Der ist im Moment für ziemlich schmales Geld zu kriegen und da konnte ich dann nicht widerstehen. Und da die andere Umstellung kürzlich mit dem anderen Mischpult dazu geführt hat, dass ich jetzt tatsächlich für Aufnahmesituationen Reaper benutze, dachte ich, wäre schön, noch irgendwie so eine Art Mute-Taste bauen zu können. Und da habe ich also jetzt abends, wo ich jetzt, ich bin in den letzten Wochen wenig zu Hause, habe ich mich aber abends dann in meiner Übernachtungsgelegenheit mal hingesetzt diese Woche und habe ein bisschen gefummelt und rumgebastelt an Reaper, dass er also mit diesem Controller ein bisschen kommuniziert und jetzt habe ich eine Taste, die also bidirektional funktioniert, dass ich also muten kann und dass die Taste eben blinkt, während ich scharf geschaltet bin, also während ich sprechen kann, blinkt es und ansonsten ist die Taste eben rot. Und ich glaube, da geht noch viel, viel, viel mehr und das ist eine Sache, die ich vielleicht beim Podstock, wenn Interesse besteht, vielleicht mit anderen Leuten noch weiter erforschen möchte. Kannst du diesen MIDI-Controller oder DJ-Controller ein bisschen beschreiben, sodass alle, die jetzt überhaupt keine Ahnung haben, was das ist, sich das mal vorstellen können? Ja, also dieser hier ist jetzt eigentlich dafür da, eben für DJs, statt dass man eben auf Platten rumskritschert, hat man eben hier so ein
großes drehbares, so ein Rad und drumherum sind lauter Knöpfe, zum Beispiel Play, Pause, zum Queuing, zum Spulen, Plus, Minus gibt es. Es gibt im Prinzip so virtuelle Drehregler. Es gibt auch dort noch weitere zusätzliche Knöpfe 1 bis 8, die kann man also alle irgendwie beschalten. Und ja, wer es nachgucken möchte, das Ding heißt CMD PL1 und mit dem spiele ich im Moment rum. Und es liegt so auf dem Tisch wie so ein Frühstücksbrett eigentlich so, ne? So, und ja, genau. Es ist natürlich ein bisschen höher. Ja. Ungefähr so hoch wie so eine Standardmaus, kann man sagen. So 2, 2,5 Finger breit vielleicht. Ja, und ist schönes Gefummel im Moment. Aber heute ist der erste Live-Einsatz dieser Mute-Taste. Und da man mich zwischendurch ein paar Mal nicht gehört hat, stelle ich fest, es funktioniert. Ja, das stimmt. It works. Beaches. Also drum so ein bisschen der indirekte Aufruf, oder machen wir einen direkten Aufruf draus. Wer also Lust hat, da irgendwie beim Podstock vielleicht nochmal irgendwo gemeinsam ein bisschen daran rumzufummeln, da wäre ich sehr, sehr für zu haben. Mhm. Gemeinsames Fummeln ist auch mal gut. was? An Technik? Es wird ja auch gemeinsam gelötet, also bitte. Was ist jetzt nicht besser? Alles klar, das war unser Querbeet für dieses Mal. Willkommen zum Blühkalender. Auch wenn Lars den Kalender doch deutlich in Frage gestellt hat, ich glaube, die überwiegende Mehrheit der Menschen sagen, der Kalender ist gut oder so, bitte bleiben. Und ich lese auch gerne mal was vor, oder wenn du nicht immer Bock hast, das zu reden, dann das können wir gerne auch reihum machen, aber der Kalender an solcher fände ich schon gut, wenn der bleibt. Deshalb bitte ich dich heute auch darum, es zu machen. Naja, ich habe ja nicht mich in Frage gestellt, sondern den Kalender. Also wenn der Kalender bleibt, kann ich den auch wohl machen. Das ist nicht das Problem. Juhu! So, drum, wie üblich, Quelle ist das Sendegate und es folgen die Podcast-Termine der nächsten 3 Monate. Los geht's direkt am kommenden Wochenende, nämlich übermorgen, am 16. März. Da feiert der Kohlenpott-Podcast seinen Abschluss mit einem Mitwirkenden- und Hörerinnen-Treffen. Das ist in der ehemaligen Schwarzkaue des Bergwerks Schlegel und Eisen in Herte. Weitere Informationen gibt es in der Folge -1 des Kohlenpott unter kohlenpott.de. Dann ein Wochenende später, nächstes Wochenende, also übernächstes von jetzt angesehen, während der Live-Sendung, 22. bis 24. März im Funkhaus Köln. Da gibt es wieder die Subscribe und das Ganze beim Deutschlandfunk. Willkommen sind PodcasterInnen, RadiomacherInnen und alle, die es werden wollen oder sonst wie interessiert sind an der ganzen Sache. Weitere Informationen gibt es im Web unter subscribe.de. Angeklingt ist ein Angebot vom 3-Schweinehunde-Podcast. Das ist ein Lauf-Podcast und am Subscribe Samstagmorgen gibt es einen HörerInnenlauf und das ist also am 23. März um 6.45 Uhr. Treffpunkt ist die Domplatte und der Lauf ist anfängerfreundlich angelegt. Am 23. und 24. März geht es dann nach Großbritannien. Da gibt es in Birmingham das Podfest Birmingham. Im Rahmen dieser Veranstaltung gibt es eine ganze Reihe von Live-Auftritten von Podcasterinnen und Podcastern. Link gibt es da im Sendegate. Ich glaube, der war ein bisschen blöd vorzulesen. Am 27. März gibt es das Leipziger Podcast Meetup. Das findet statt im Goldhopfen. Los geht's um 20 Uhr. Hier sind alle Themen willkommen, genauso wie alle interessierten Menschen. Am 29. März geht's dann nach Essen ins Unperfekthaus. Dort verleiht der Podcastverein seinen Podcastpreis. Der Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr. Weitere Informationen zum Preis, zur Abstimmung und alles weitere gibt's unter podcastpreis.de. Am 30. und 31. März geht's dann direkt im Unperfekthaus in Essen weiter mit dem Podcamp. Das ist genau das, wo ich gerade von diesem Controller sprach vom letzten Jahr. Das Podcamp ist ein Barcamp rund um das Thema Podcasting. Weitere Infos und Tickets gibt es unter podcamp.de. Am 30. März gibt es abends um 19 Uhr auch ein Hörertreffen. Da kann man auch teilnehmen, wenn man beim Podcamp selber nicht teilnimmt. Dann muss man auch nicht die Teilnahmegebühr bezahlen, sondern nur Eintritt zum Unperfekthaus. Da ist natürlich hoffentlich wieder viel los.
Am 31. März bis zum 2. April geht es dann in die Schweiz. Da gibt es in Lausanne die Radio Days Europe 2019. Veranstaltungsort ist der EPFL Campus. Laut Webseite handelt es sich um die wichtigste jährliche Konferenz für professionelle RadiomacherInnen. Weitere Informationen gibt es im Web unter www.radiodayseurope.com. Dann geht's in die irische Stadt Dublin. Da gibt's am 2. und 3. April das Meeting of Independent Radio Producers. Nach eigenen Angaben ist das ein jährliches Treffen und unterstützendes Netzwerk im Bereich des kreativen Audio Storytelling. Weitere Infos gibt's hier unter www.mirpmeeting.com. Das Podcast-Meetup Franken trifft sich am 4. April in Nürnberg und spricht über die Zukunft der Gruppe. Treffpunkt ist da das Moodboot 26. Los geht's um 18 Uhr. Dann geht's wieder nach Essen ins Unperfekthaus. Da gibt's am 5. April wieder Podruhe. Ein Treffen für alle Podcast-interessierten Menschen, Themen offen. Das Ganze geht los um 19 Uhr. Am 20. und 21. April geht es dann nach Frankreich. Da gibt es in Rennes das Podrennen 2019. Hier kann man sich treffen, diskutieren und künftige Podcasts produzieren. Weitere Informationen gibt es hier unter podrennen.fr. Am 24. April geht es wieder nach Leipzig zum Leipziger Podcast Meetup. Das ist wieder im Goldhopfen. Wieder um 20 Uhr geht's los. Alle Themen sind offen. Alle interessierten Menschen sind auch. Was habe ich denn jetzt gesagt? Alle Themen sind willkommen, ebenso alle interessierten Menschen. Vom 6. bis zum 8. Mai läuft die Republika 2019 in der Station Berlin. Diese Veranstaltung möchte die digitale Gesellschaft zusammenbringen. Das Motto dieses Jahr ist TLDR, kurz für Too Long Didn't Read. Am 7. Mai gibt es wieder ein Treffen auf dem Sonnendeck der Republika. 2018 konnte man da auch ohne Teilnahme an der Republika hin. Für 2019 wird angenommen, dass das auch wieder so klappt. Sicher ist das aber noch nicht ganz. Dann gibt es noch einen Termin in Düsseldorf. Da gibt es am 17. und 18. Mai die Podcast-Heldenkonferenz auf dem Factory Campus. Los geht's am 17. Mai um 10 Uhr. Dann geht's auch schon wieder nach Leipzig. Und zwar dieses Mal am 22. Mai. Wieder zum Goldhopfen, wieder 20 Uhr. Wieder sind alle Themen willkommen und alle interessierten Menschen. Dann neu eingestiegen in den Terminkalender des Sendegartens ist das Podstock 2019, eine Mischung aus Podcast, Barcamp und Festival. Das gibt es vom 7. bis zum 10. Juni, genauso wie beim letzten Jahr in der Kulturherberge Wernershöhe. Am 6. Juni gibt es noch einen Aufbautag und am 11. Juni einen Abbautag. Alle Infos gibt es unter podstock.de. Zum Abschluss geht es dann nochmal nach London. Am 13. Juni gibt es den Podcast Day bei Radio Days Europe. Der Titel wird jedes Jahr besser. Er bezeichnet sich selbst als The Meeting Point for the World of Podcasting. Registrieren kann man sich hier bis zum 30. April. Das und weitere Infos findet ihr unter www.radiodayseuropepodcastday.com. Im Terminwiki gibt es also alle Links auch nochmal und alle weiteren Infos zu den Veranstaltungen. Und wie immer, das Wiki ist offen für weitere Einträge. Wenn das da eingetragen wird, dann taucht es auch hier im Sendegarten auf. So viel von mir. Boah, eine geballte Ladung. Super, vielen Dank. Echt irre. Ich bin doch froh, dass ich das nicht vorlesen musste. Ich weiß nicht, ob ich das so geschafft hätte wie du. Klasse. Martin, hast du vor, an irgendeiner dieser Veranstaltungen teilzunehmen? Das weiß ich noch nicht genau. Also ich würde schon gerne zum Podstock kommen, wahrscheinlich nicht so lange. Das würde ich aber relativ spontan entscheiden. Ansonsten bin ich relativ zurückhaltend, was so eine Veranstaltung angeht. Auch Subscribe war ich bisher noch nie. Tja, ist halt so. Letztes Jahr konnte ich nicht zum Podstock kommen, weil da hatte das Kind Geburtstag. Das passte nun gar nicht. Und ich kann mir aber vorstellen, relativ spontan vielleicht nochmal beim Podstock reinzuschauen. Das kann ich mir vorstellen, dass man das machen darf. Ja, muss den Chef fragen. Aber ich glaube, es gibt ja Tagestickets. Genau, irgendwie sowas würde ich dann nochmal abklären mit Sachen. Genau, dann würde ich dann rechtzeitig nochmal Bescheid sagen. Aber ich, ja, wie schon gesagt, ne, Pfingsten, Familie, Verpflichtung, ja. Es ist halt alles auch so, wie es ist, ne? Und
bin jetzt im Besitz eines mobilen Kartenterminals. Also du kannst auch bargeldlos bei mir dann zahlen. Du musst ja da Hammer, du Wahnsinn. Spoiler. Durch Hand auflegen. Ja, Karte auflegen, würde ich sagen. Ja, super. Ja, genau. Wie so ein Schaffner. mit so einem Ledertäschchen vor dem Bauch, nur dass da nicht mehr diese Röhren drin sind, wo das Kleingeld so rauskommt, sondern dann in so ein blinkendes Etwas. Sehr schön. Ich hatte mal so eine Tasche um, die man sich so über eine Schulter so und dann an der Seite hängt die so. Und dann war ich bei meinem Onkel, der hat eine Segeljacht und bin da irgendwie durch den Yachthafen geschlichen. Und dann kam ein Segelboot an und wollte anlegen. Ja, und dann sprang der eine Typ vom Bord und meinte, bei mir bezahlen zu müssen, weil ich ja der Hafenmeister bin. Also großartig. Ja. 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 Ich habe auch so eine Tasche, die so von einer Schulter zur anderen so, von der Schulter so diagonal halt hängt. Und genau. Dann habe ich auch noch so eine Kappe auf und ich bin schon mehrfach auf der Straße für einen Menschen vom Ordnungsamt gehalten worden. Irgendwann stand ich mal auf dem Bürgersteig und musste mir irgendeine Notiz in meinem Handy machen. Da kam ein Autofahrer auf mich zu und sagte, was schreiben Sie denn da auf? Schreiben Sie etwa mein Auto auf? Ich sage, nein. Er hatte Angst, dass er im Parkverbot steht oder keine Ahnung. Der war richtig giftig und ich hatte von nichts mit damit zu tun. Das war sehr witzig. Ich habe heute übrigens live miterlebt, wie eine Postbank überfallen wurde. Also den Überfall direkt habe ich nicht gesehen. Aber ihr glaubt nicht, was mit einmal los ist in Hamburg, wenn eine Bank überfallen wird. Ja, da wollen wir doch wohl hoffen, dass da was los ist. Das ist aber atemberaubend, wie viele Hubschrauber mit einmal in der Luft ist und wie mit einmal überall durch sämtliche Hausflure irgendwelche Polizisten rennen. Das war echt krass. Aha. Irre. Straßen wurden gesperrt und also... Aber sie haben ihn nicht. Oh Gott, fragen. Er hat aber auch nichts gekriegt. Ne? Also, wie hat nichts gekriegt? Naja, eine Bank überfallen ist ja nicht wie früher. Die haben ja gar kein Geld mehr da. Das ist das ja. Verstehst du? Die haben ja gar kein Geld mehr. Wenn du heute machst Geld, wie heißt das, wenn du heute Geld machen willst, keine Bank überfallen, sondern eine gründen? Ja, genau. Das ist eine gute Idee. Okay, Sie diese Tasche weiter. Mit Geldautomaten. Mit Bitcoin. Ihr seid ja verrückt. Setzlinge. Jawohl. So, danke. Ich in diesem Ton. Nicht in diesem Ton, genau. Nicht in diesem Ton. Gut, dass ihr euch zur Wehr setzt, dass der Rützlerismus hier jetzt nicht übergriffig wird. Das ist richtig so. Es hat Unwortqualitäten für mich. Gut, Setzlinge diesmal wenig oder beziehungsweise fast gar nichts, aber über einen möchte ich noch ganz kurz berichten und das ist der FRÜF-Podcast, Frauen reden über Fußball-Podcast. Und aus zwei Gründen. Erstens ist die Becky daran beteiligt, die kennen wir ja auch als Organisatorin vom Podstock. Die ist da mit drin und hat das vor etwa einem Jahr so mal gedanklich entworfen. Also sie hatte vor einem Jahr einen Tweet geschrieben, manchmal denke ich, wir müssten den Podcast FRÜF, also Frauen reden über Fußball, starten. Zu selten sind unsere Stimmen noch in der Podcast-Landschaft zu hören, fast nie in ausschließlich weiblicher Konstellation. Mir fehlt das, wirklich. Selbstempowerment, wie wär's? Und es gibt Menschen, Frauen, die diesen Aufruf gehört haben und sie haben sich zusammengeschlossen und jetzt ein Jahr später nach diesem Aufruf gibt es tatsächlich die erste Episode von FRÜF, also Frauen, die über Podcast reden und der Podcast beschreibt sich so. Im März 2018 grübelten Rebecca Görmann und Christel Gnahm unabhängig voneinander über ein Problem. Es gibt ja viele Fußballpodcasts, aber wo sind eigentlich die, in denen sich Frauen mit Frauen über Fußball unterhalten? Die Leerstelle war ausgemacht. Zum Glück fanden sich Becky und Christelle und dachten sich, wenn wir diesen Podcast nirgendwo so kriegen, dann nehmen wir die Sache eben selbst in die Hand. Viele Monate und einen Rundruf unter Fußballfrauen später stehen wir nun hier und präsentieren euch freudig aufgeregt die Nullnummer von FRÜF, Frauen reden über Fußball. Die Nullnummer ist im Wesentlichen so eine Abfolge von Einzelstatements, also die Beteiligten reden über sich und stellen sich vor und das ist so eine halbe Stunde lang,
mehr gibt es dazu eigentlich auch noch nicht. Umso erstaunlicher, dass der Deutschlandfunk das dann gleich in sein Programm genommen hat und darüber berichtet hat in der Folge, mal gucken, ich weiß nicht genau, wo das war, aber es heißt auf jeden Fall im DLF-Podcast FÖRF Fußballwelt aus einer weiblichen Perspektive, so heißt es und wurde schon darüber berichtet. Nach eigenem Bekunden wird das ein großes und tolles und umfangreiches Projekt. Ich finde das total gut und muss mal schauen, man wird schauen, was sich daraus entwickelt. Ich nenne den aber jetzt nicht nur, weil er da ist, sondern auch, weil er leider nicht gut gelandet ist oder man hat ihn nicht so richtig gut landen lassen. In einem anderen Podcast gab es darüber gab es sehr negative Kommentare dazu und das hat einiges an Ärger hervorgerufen. Ich möchte das hier jetzt nicht beschreiben. Der vorhin schon erwähnte Frequenz-Podcast vom Label 4000 Hertz, der hat in der neuesten Ausgabe darüber berichtet, relativ ausführlich, und wer sich für den Streit, der da entstanden ist, interessiert, Christian Conradi hat das da sehr gut auf den Punkt zusammengebracht. Aber FRÜF gibt es jetzt erstmal und vielleicht lohnt es sich ja für den einen oder anderen auch nicht weiblichen Menschen da hineinzuhören. So, dann sind wir damit durch und kommen dann zu den Blütenschätzen. Blütenschätze, das sind ja die Sachen, die uns untergekommen sind, die uns irgendwie im Auge geblieben sind, die uns irgendwie bewegt haben. Also das, was Oliver Wunderlich vorhin in seiner Rückmeldung sagte, das für ihn am interessantesten ist von all dem Dingen, die wir hier treiben. Martin, wir hatten dich vorher gar nicht darüber informiert, aber du weißt ja schon noch aus der Episode 14, dass es diese Rubrik gibt. Hast du vielleicht irgendwas, was dich in letzter Zeit besonders bewegt hat, vom was du gesehen, gehört, gelesen oder sonst wie hast? Mhm. Dann sag mal. Ja, ist schon ein bisschen her, dass ich das gehört habe, aber es hat mich mal so ein bisschen wieder rausgeholt aus diesem ganzen verkorksten, Martin sitzt nur noch vorm Rechner und lebt nur noch irgendwie digitalen Krams und zumindest fand ich die Sendung echt stark. Das war, glaube ich, ein CRE und es ging um die Jagd. So ganz abseits von dem, was man eigentlich so sich vielleicht vorstellen kann. Und die Geschichte, die da abgehandelt wurde, fand ich wirklich sehr interessant. Das halte ich für sehr hörenswert, um mal wieder ein bisschen mitzukriegen, wie merkwürdig sich Menschen noch verhalten. Wir gehen ja jagen an der Tiefkühltruhe oder so eine Geschichten. Und vielleicht bringt das einige auch auf neue Gedanken in Bezug auf, wie wir mit unserer Umwelt umgehen. Ich fand das echt hammermäßig, das Ding. Und da ist jemand zu Gast, der den Jagdfunk macht. Ich glaube, ich habe Jochen Schumacher Folgen. Ist das, glaube ich, ne? Kann das sein? Genau. Ich habe alle Folgen jetzt durch. Ich habe alle, ich glaube, über 50 sind es oder so. Ich habe die in 3 Monaten durchgesuchtet, die Dinger. Und er spricht viel Wahrheiten aus. Also der CRE mit Tim ist sehr gut zum Anfang. Und wenn man ein bisschen versteht, was so seine Intention an der Jagd ist, dann kann es ja sein, dass einen auch der Jagdfunk interessiert. Mich hat es gefressen, das Thema, in den letzten Wochen. Und das wäre so eine Empfehlung von mir. Super. Ja, ich kann mich entsinnen. Der CRE zum Thema Jagd, der ist schon was älter, ne? 2-3 Jahre ja, oder so. Genau. Ja, aber der war, da hatte ich der den hat mich auch gehört damals. Genau. Und dann habe ich ihn jetzt nochmal gehört. Und und dann hat mich der Jagdfunk irgendwie gepackt. Schön. Ja. Ich hatte mit dem Jochen Schumacher mal auch auf einer Subscribe ein längeres Gespräch. Das war auch sehr spannend. Scheint mir ein sehr interessanter Charakter zu sein. Ja. Der wird auch, glaube ich, jetzt wieder dabei sein bei der Subscribe. Aber ich
will nichts Falsches erzählen. Wir sind ja hier im Sendegarten, wir dürfen ja nichts Falsches sagen. Das ja, ist das der Anglerfunk gewesen und nicht der Jagdfunk? Nein, das war der Jagdfunk und es war der Jochen und ja. Also tatsächlich, ich sage ja auch ganz selten Danke an Podcaster, vor allen Dingen, wenn ich die nicht kenne, ne? Aber Jochen, danke. Oh, wie schön. Vielen Dank, wirklich. Schön. Super. Gut, ich habe einen mitgebracht, der ist mir über den Twitter-Kanal vom 35C3 oder 36C3, ich habe da so ein Suchdings eingestellt, nee, 35C3, habe ich den gefunden, weil ein Twitter-User mit dem Namen Langhaarschneider hat auf eine Episode aufmerksam gemacht. Interessante Podcast-Episode über einen angehenden Pfarrer, der auf dem 35C3 geengelt und im Himmel abgehangen hat. fand ich von der Umschreibung ziemlich gut. Hab dann mal geguckt, was das ist. Das ist der Podcast Vernetzt Kirche Digital Denken. Und sie schreiben über sich, die Welt digitalisiert sich und die Kirche, die macht da nicht mit. Oder man sieht es zumindest nicht so. Nicht was. Die macht, weil man sieht es zumindest nicht, so die landläufige Meinung. Dass es schon viele inspirierende Beispiele gibt, zeigt dieser Podcast. Von Projekten aus dem Feld, digitale Kirche, neuen Ansätzen in der Theologie bis zum papierlosen Gemeindebüro. Was können, wollen und müssen wir in einer sich digitalisierenden Welt mitgestalten? Also das ist eine ganz interessante ganz interessanter Blick auf die Gesellschaft. Diese von der Episode Pfarrer auf dem Chaos Communication Kongress hatte ich mir ein kleines bisschen mehr erhofft. Er beschreibt es halt, ja, es gibt ein Heaven und das ist ein bisschen ähnlich wie Kirche, aber so, meine Erwartung war höher, muss ich gestehen. Aber insgesamt finde ich, glaube ich, ist das eine ganz witzige Geschichte. Und ich musste automatisch wieder auch daran denken an das Thema Godspot. Das ist ja das freie WLAN der evangelischen Kirche. Und dann habe ich mich erinnert an den Metacast 57 mit dem Namen Lord of Towel, wo ihr das eine Episode vorher auch irgendwie angesprochen hattet und ich euch da dieses Danke für einen guten Morgen, habe ich dann irgendwie Danke für dieses freie WLAN oder was habe ich da irgendwie zusammen gesungen und ihr habt das sogar in voller Länge abgespielt. Na klar. Ach, das war ein schöner Spaß, oder? Ja, vor allen Dingen hat er so lange gespielt, ich musste 5 Strophen singen und ihr habt dann nach der dritten hattet ihr alle schon keine Lust mehr zuzuhören. Och, Quatsch. Doch, ich hab's mir nochmal angehört. Ehrlich? Ja, hast du schön gesungen und vor allen Dingen welche so lang. Folge war denn das? Weißt du das noch? Das war die 57. Oh, das ist aber wirklich lange her, stark. Okay. Ja, genau. Ah. Ich habe ein bisschen suchen müssen, aber den Spaß habe ich mir gegönnt, das noch zu tun. Ja, ich wusste gar nicht. Da hast du noch erzählt, dass wir gerade zeitgleich mit dem Podunion-Magazin unterwegs waren. Das ist schon wirklich lange her. Ja. Mein Gott, Martin, wir haben auch schon eine ordentliche Vergangenheit, wir zwei. Ja. Also und der Sofa-Reporter hatte richtig Einfluss auf das, was wir hier tun. Das weißt du gar nicht. Der hat nämlich irgendwann mich mal angeschrieben. Das ist ja derjenige, der den ESC Green Room macht. Mhm. War vorhin auch im Chat. Ich habe ihn gerade noch gesehen. Ja, genau. Der hat sich gerade zur Nacht verabschiedet. Aber das macht ja auch nichts. Er wird das ja sicherlich nachhören. Aber der hat dafür gesorgt, wie wir 14-tägig wurden, dass ich darauf achte, dass wir nicht an dem Tag senden, wo es den Sendegarten gibt. Weil er nämlich gesagt hat, ich würde gerne beides immer hören dürfen, live. Also Sendegarten und nächsten Donnerstag Metacast. Ah, versetzt. Ja, guck mal. Siehst du? Genau, und deswegen haben wir bei uns. Was für ein Hörerservice. Ohne was zu sagen, habe ich dann geguckt, okay, im Sendegarten geht ja immer da, dann nehmen wir die Woche drauf. Donnerwetter. Ja, danke schön, Sofa-Reporter, dass du da so für geschmeidigen Ablauf gesorgt hast. Sehr schön. Genau. Ich habe hier noch einen Blütenschatz von Lars. Was hast du denn da gefunden? Die Mute-Taste, Lars, die Mute-Taste. Oh, danke schön. Bitte gerne. Hat es geleuchtet oder geblinkt? Ich muss mich daran gewöhnen, dass ich halt überhaupt so eine Taste habe. ja.
Die Stadtrundfahrt, also Stadt der Lügen, dieses Hörspiel von der Geschichtenkapsel, war ja die letzten beiden Male hier schon Thema im Sendegarten. Und es gibt eine Meta-Episode, die heißt Stadtrundfahrt. Da haben also einige Beteiligte, ich konnte selber leider nicht dabei sein, ein Live-Hearing gemacht. Das heißt, die haben sich also dieses Hörspiel angehört und haben dann zwischendurch Kommentare dazu abgegeben und haben dazu erzählt, wie sie ja diese Aufnahmen empfunden haben, was sie vielleicht ein bisschen schwierig fanden, was sie witzig fanden. Also zum Beispiel gibt es eine sehr lustige Stelle, wo die sich über die Kussszene im Prinzip unterhalten. Da habe ich wirklich extrem gelacht und allein schon wegen dieser Stelle ist das ein Blütenschatz. Aber das ist insgesamt so wunderbar anzuhören. Ich bin noch nicht ganz durch, aber das es kann gar nicht schlimm werden. Also wirklich wunderbar anzuhören, die Stadtrundfahrt zum Hörspiel Stadt der Lügen, kann ich wirklich nur empfehlen. Ja, da kann ich mich anschließen. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen, wie man ein Hörspiel so in Häppchen hören kann und dann wieder besprechen und dann wieder ein Häppchen hören und wieder besprechen, aber das hat der Tim ganz großartig hingekriegt. Also das hat gut funktioniert. Das war richtig Tüfte. Ja, wirklich, wirklich toll. Ich sage nur Katzenfutter. Ja, einfach schön. wie hieß du nochmal? Bogdasjan, ne? Bogdan war irgendwie so der Kosename von. Genau. Sie hat dann von meiner Frau. Ja. Ja, herrlich. Super. Süßes Pärchen auch. Gut, Sebastian, hast du... Oh, Sebastian hat einen Blütenschatz. Er hat Mut. Hab mich gerade noch erinnert, dass mir heute was untergekommen ist auf Mastodon. Da habe ich einen Tut von der Hiller gesehen. Die hat vor relativ langer Zeit, also 1995, ein Knotenbuch gemalt. Also ein Knotenbuch nicht nur für Pfadfinderinnen. Und ja, das nochmal heute irgendwie nochmal ein bisschen überarbeitet, glaube ich, und auf eine neue Lizenz gestellt, sodass man es auch teilen kann. Und ja, ich habe doch mal reingeschaut. Ich fand das sehr interessant. Das könnte ich mir auch sehr gut als Potstock-Workshop oder so vorstellen, gemeinsam Knoten zu üben. Also so richtig Bindfaden oder wie nennt man das denn? Seil? Seil, ja. Und dann richtig Knoten. Aha. Genau. Den Palsteak. Genau, den Palsteak, den Kreuzbund, den Schottsteak. Ah, das ist für Segler. Ja, nicht nur, ne? Also klar, die werden halt im Segelbereich sehr, sehr häufig eingesetzt, das ist richtig. Aber ja, man kann die auch im Alltag gut verwenden, den einen oder anderen Knoten. Mhm. Ja. Das ist toll. Ich hatte mir mal ein Knotenbuch gekauft. Ich hatte auch gedacht, Knoten können ist so... Also eigentlich eine simple Sache, weil man braucht ja nicht viel dafür, ne? Ein Stückchen Schnur, was weiß ich, hier so ein Schnürsenkel vielleicht und seine Finger. Mehr braucht es ja eigentlich nicht. Und man könnte dann kontemplativ den ganzen Abend den Knoten machen, wieder aufmachen. Oder? Aber ich habe es dann doch nie gemacht, weil ich keine Ruhe hatte. Ich glaube, einen Knoten aus dem Buch habe ich irgendwann mal nachgemacht. Das ging dann so halbwegs. Aber in meinem Kopf schwebte so sowas wie so eine Handarbeitsfähigkeit, ne? Wenn man Leute so stricken oder häkeln sieht, das läuft ja alles so, das flutscht ja dann meistens so. Und das sah bei mir so gar nicht danach aus, dass das irgendwie flutscht. Das sah sehr nach Arbeit aus. Das gelassen. Ja. Aber sowas als Workshop ist, glaube ich, dann auch nochmal besser, ne? Wenn man da Probleme hat, selber sich das irgendwie beizubringen, dann ist, glaube ich, so ein Workshop exzellent für sowas, ne? Das kann ich mir wirklich gut vorstellen und passt ja auch. Ich meine, wir sind ja auch immer sehr erfinderisch und so mancher Knoten sollte auch auf dem Potstock halten, wenn wir ihn brauchen. Na klar. Und man kann dabei natürlich auch wunderbar noch Sachen hören, wenn man Knoten knotet. Genau. Ja. Die Ohren ja frei. Eine Knotenecke. Keine Knoten in die Ohren gemacht. Ja, schön. Nee, vor allem sehr schön illustriert. Also das sind sehr schöne Zeichnungen, sehr liebevoll und sind jetzt nicht hunderte von Knoten, sind jetzt glaube ich nur, was heißt nur, es sind immerhin irgendwie,
glaube ich, an die 30, 28 Knoten oder so. Oder auch so Erklärungen, wie man das, die Belastbarkeit von Seilen so Pi mal Daumen berechnen kann. Das hilft ja auch schon mal weiter. Na klar. Ich finde ja 30 relativ viel. Stell dir vor, du kannst sie alle. Ich kann vielleicht drei. Ja, eben, dachte ich auch gerade. Du machst eine Segelprüfung und musst dann einen von 30 Knoten vormachen. Bei der Prüfung schwitzt du aber schon. Ja. Naja. Prima, schön. Guck mal, haben wir doch was ganz anderes zum Thema. Jetzt sind wir am Ende. Und das machen wir jetzt auch. Und ich danke ganz, ganz herzlich allen, die hier heute mitgewirkt haben. Im Chat war eine Menge los, viel geschrieben worden. Am Anfang ziemlich viele Zahlen, jetzt nicht mehr so viele, jetzt mehr Buchstaben, das ist auch gut so. Danke allen Live-Hörerinnen und Hörern, die uns hier direkt begleitet haben, aber natürlich auch den Hörenden in der Konserve, denn dafür ist Podcast ja eigentlich gemacht, für die selbstbestimmte Darreichung. Und ich danke aber ganz besonders und ganz besonders herzlich den drei Beteiligten, die mit mir gemeinsam hier diese Sendung zusammengebaut haben. Da danke ich ganz besonders dem lieben Lars. Dankeschön, Lars. Ja, immer wieder gerne. War ein schöner Abend. Schön, dass du dich gelegentlich entmutet hast für uns. Das ist gut. Ja, ich bin bemüht. Ja, er war stets bemüht. Bemüht. Ja. Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass ich Erfolg hatte. Nee, brauchst du auch nicht. Das ist genau das richtige, die richtige Dosis hier. Schön, dass Sebastian jetzt auch sofort angesprungen ist auf das Wort. Er war stets bemüht. Klasse. Vielen Dank, Sebastian, ja, dafür, sehr gerne. Dafür, dass du hier dabei bist. Und ein ganz besonderes Dankeschön geht an den Gast der Sendung, der uns so wunderbar auch nochmal ins Gewissen und ins in die Motivation geredet hat, der und auch nochmal Motivation gebracht hat und vor allen Dingen aber auch von seinen eigenen Kämpfen, Krisen, Schwierigkeiten und von der Lösung berichtet hat, dem Martin vom Metacast. Ganz herzlichen Dank, Martin. Ich danke euch. Vielen Dank. Was ich besonders schön fand, was du sagtest, du hast das Gefühl, dich irgendwie, dass es locker war oder so. Das hattest du zwischendurch irgendwann mal gesagt, dass so eine anfängliche Anspannung dann plötzlich weg war. Das ist eigentlich immer das größte Kompliment, finde ich, wenn das gelingt. Das ist schön. Hat geklappt. Okay, dann setzen wir uns jetzt auf unser Sternenschiff und fahren mit 28 Knoten in die Nacht. 28 Knoten. Ja, das ist mir gerade noch eingefallen. Und dann sage ich einfach, und ich hoffe, ihr sagt es auch, tschüss. Tschüss. Tschüss.